Mein geistiger Horizont ist etwas benebelt, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Also, das ist total schön, dass das jetzt das Erste ist, was Maurice hört. Das ist das aller. Das ist jetzt die Ansage, zu der ich reingekommen bin, Sepp. Ich finde das wundervoll. Ein schwacher Feind ist ein guter Feind. Schön, dass du dich noch aufgerafft hast, mitzumachen. Es ist, ehrt dich sehr. Wir werden bestimmt, du kennst es ja, dieses Format ist ein Format der Rücksichtnahme. Wir werden alle ganz viel Rücksicht darauf nehmen. Mein Chat schreibt schon ein Kränkespiel. Ein Kränkespiel, ja wirklich. Oh, das passt eigentlich ganz gut, ey. Das stimmt. Nur damit ich jetzt nichts falsch mache. Wir bearbeiten heute unsere Könige, mit denen wir spielen, nicht, ne? Genau. Das heißt, ich bin Emir al-Ibn Mujahid von Mallorca, 57, kein Spielerbe und alt. Ja. Ich habe auch schon vorher mal bei meinem kurz reingeschaut. Er ist die größte Pfeife. Das ist so schlimm. Das ist aber es ist doch super, wenn er so alt ist. Ich habe mega Bock. Direkt einen neuen heranzüchten. Das Schlimme ist, der Sohn ist auch scheiße. Ist er denn wenigstens ein Hetero, Schuljaka? Ja, deiner ist schwul, habe ich gesehen, ne? Das ist auch ein guter Start. Nein. Was, echt? Aber ich habe ein Erbe, ist alles gut. Also nur für alle, damit niemand triggert ist, oh nein, nicht weil wir generell was gegen Schwule haben, sondern weil wir in einem ganz klassischen mittelalterlichen Crusader Kings 3 Setting spielen und leider schwul sein, wahrscheinlich bei beiden, ne? Im Christentum und bei den Muslimen ist das eine Sünde, glaube ich, ne? Kann gut sein, ja. Also ich glaube im Muslimen schon noch mehr. Ja, ich glaube, es zählt nicht als Sünde, weil es ja irgendwie keine außer Rolle spielt. Du hast dann einen Geliebten. Ja, genau. Aber man weiß auch nie so recht. Ich hatte auch mal einen schwulen und keuschen Herrscher, der hatte 6 Kinder. Der hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Also, und ich habe tatsächlich dann gedacht, das kann nicht sein. Und ich habe richtig meinen Ratsspitzel auf Geheimnisse finden, so, dass die Ehefrau muss mich doch betrügen. Das kann doch nicht mein Typ sein. Aber der Ratsspitzel war echt gut. Er hat über Jahre nichts gefunden. Das waren wirklich meine Kinder. Man kann theoretisch gesehen keusch sein und man kann schwul sein und trotzdem kann man pervers und notgeil sein. Also, offensichtlich geht das. Vielleicht wurdest du auch misshandelt in der Nacht, wer weiß, von einer Frau. Oh Gott! Wird immer schlimmer. Ja, es ist alles ganz, ganz grässlich. Ich glaube, Coppelius ist noch nicht da, oder? Dankeschön, Lerner, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Weil ich weiß nicht, wie lange wir dieses Vorgeplänkel noch durchhalten, ohne all unsere, also ohne von Twitch zu fliegen oder sowas. Das wird ja immer schlimmer hier. Ah. Aber willkommen zu Crusader Kings, wo, als kleiner Einblick hinter die Kulissen, sieht ihr auch, wenn sie dir zum Beispiel Keys schicken und sowas, diesen Hinweis mitgeben, offiziell von Paradox. Bitte achtet drauf, ihr könnt schon über Sachen im Spiel reden, aber versucht es nicht als moralische Aussagen zu verallgemeinern, was ihr da tut. Hä? Meine Liebesbeziehung mit dem Papst und danach, als ich als echte, richtige Päpstin gegen ihn gezogen bin, um ihn hinzurichten, ist nicht der moralische Kompass, nach dem wir agieren. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Oi. da sind dann tatsächlich so Ansagen drin wie, was okay ist zu sagen, in diesem Spiel ist meine Frau nur dazu da, Kinder zu zeugen. Aber bitte vermeidet zu sagen, Frauen sind nur dazu da, um Kinder zu zeugen. Das sind so Hinweise, die du für Crusader Kings ernsthaft und berechtigterweise irgendwo, weil die kennen halt ihr Spiel, ne? Die wissen, was das mit Leuten macht. Wo stehen diese Hinweise? Wenn du von denen einen Key bekommst. Aber ich glaube, die kennen vor allem ihre Streamer. Vielleicht gibt es da ein paar, die... Ja, die wollen, glaube ich, selber auf die sichere Seite. Wem könntest du da reden, Steinwallen? Welche moralisch verwerflichen Crusader King Streamer kennst du so? Ich wollte nur sagen, Coppelius ist da. Hallo, Coppelius. Hallo. Im richtigen Moment reingekommen und ausgezeichnet. Hallo. Aber ich hab den größten Inzestkreis in meinem Solo-Run jetzt geschafft, den ich jemals hatte. Ich habe tatsächlich das erste Mal reines Blut selbst in meiner Blutlinie freigeschalten. Es ist absolut großartig. Also ich habe auch gar keinen Überblick mehr. Der Stammbaum ist breiter, als er lang ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dir da jetzt wirklich gratulieren sollten dazu. Aber ja, das ist super gemacht. Ich bin stolz auf dich, Pia. Danke. Ich weiß nicht, ich glaube, du kennst die Geschichte schon. Vielleicht nicht alle hier. Vielleicht soll ich sie auch nicht erzählen zur Einleitung dieses Formats. Das habe ich schon angefangen. Neulich, ich bin ja immer unterwegs
zu beweisen, dass alles, was ihr so über mich sagt, hier schäbigste Lügen und Anschuldigungen sind. Ne? Deswegen habe ich eine Dynastie gemacht, wo ich von Anfang an gesagt habe, die wird jetzt nur ehrbar sein. Und ich werde versuchen, durchzukommen mit einer 100% ehrbaren Dynastie. Das hat weitgehend gut geklappt, bis dann ein Charakter trotz meiner besten Erziehung leider irgendwie so ein bisschen zornig und wankelmütig als Charaktereigenschaften hat. Und ich so dachte, okay, aus Rollenspielsicht, den kann ich jetzt nicht genauso spielen wie die anderen, der ist wankelmütig. Ich würfel immer aus, was er macht. Ach du Scheiße. Am Ende dieses Streams hat der Typ einen, und es hieß wirklich so, einen Wald aus gepfählten Leichen rund um Jerusalem angelegt. Weil der Würfel es verlangt hat. Ich bin der Unschuldigste aller Unschuldigen, aber ja. Natürlich. Der was, sagt das, was sagt das über dich aus, dass die Welt und das Schicksal, in dem wir leben, sogar dafür sorgt, dass Würfel so würfeln, wie dein Inneres bebt? Was ist das für einen inneren Einfluss, den du da hast, Maurice, auf dein ganzes Umfeld? Jetzt heißt da mein ganzes Umfeld. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ihr alles anständige Ehrenleute wart, bevor ihr zum ersten Mal beim Ränkespiel wart, oder was? Natürlich. Hier werden Leute auch direkt an den Papst vorgeschubst, ne? Also. Das geht ja heutzutage nicht, Gott sei Dank. Aus diesem Grund bin ich muslimisch. Pia ist jetzt extra zum Islam konvertiert, nur um dir zu entgehen, Sepp, und deinen Missetaten. Das ist heute, und damit kommen wir vielleicht mal zum heutigen Setup. Liebe Leute, auf allen 6 Kanälen, die gerade zuschauen, herzlich willkommen zu Shuriokas Ränkespiel, präsentiert von Maurice Weber. Ich habe dieses Format irgendwann mal ins Leben gerufen. Pia hat es sich inzwischen angeeignet, das ist absolut okay. Wir kommen hier zusammen, um mit den besten Gästen die besten Strategiespiele zu spielen. Und zum Release eines neuen DLCs für Crusader Kings 3 müssen wir uns natürlich hier wieder zusammenfügen. Da hustet schon jemand. 2 der Gäste hier sind todkrank und haben sich trotzdem aufgerafft, weil es ihnen ein Ehrenanliegen ist. Extra Ehre an Pia und Sepp. Und wir spielen heute Fate of Iberia, den neuen DLC. Und ihr seht es hier auch bei mir und auch bei den anderen wahrscheinlich gerade schon. Wir sind in Iberien. Wo ist denn Iberien? Spanien, hier, Mallorca, genau. Es ist wirklich Mallorca, ne? Es ist wirklich, ich bin jetzt die Königin von Mallorca, also der König von Mallorca. Sogar mit du bist der Emir von Mallorca. Also ich werde sowas von eine Burg bauen und sie einfach Ballermann nennen. Kannst du Burgen umbenennen? Das wäre mega. Ja, das geht. Kann man, cool. Ja. Und was wir heute deswegen machen ist, wir machen heute mal das Ränkespiel ein wenig anders als sonst, weil wir die neuen Spielmechaniken ausschöpfen wollen. Und deswegen, es gibt hier dieses neue Ringen. Wir zeigen euch das nochmal, weil wir es auch, glaube ich, uns selber noch ein bisschen angucken müssen, wenn wir im Spiel sind. Noch sieht man es, glaube ich, gerade nicht. Es gibt diese völlig neue Spielmechanik, wie um Iberien gerungen wird. Und wir haben uns das aufgeteilt in 3 muslimische und 3 christliche Herrscher. Und Kopilas hat keinen Bock mehr. Direkt keinen Bock mehr. Das reicht mir. Es tut mir leid. Ich habe ihn vertrieben. Wir müssen ohne ihn auskommen. Das schaffen wir schon. Magai ist ein Platz frei als König, den nehme ich. Ja. Nein. Nur Hockey-Änderung. Wer von euch, also außer Steinwein, weil Steinwein ist immer vorbereitet, hat sich denn schon mit dem neuen DLC auseinandergesetzt und weiß, was da auf uns zukommt? Ich hoffe, Maurice erklärt das gleich. Ich erkläre gleich. Ich habe reingeschaut und ich habe auch natürlich, ich bin halt wie so ein Parasit. Ich habe mir halt Steinwallens Video angeschaut. man muss sich ja nicht selber mit Dingen befassen, wenn es wunderbare, fleißige Leute wie Steinwallen gibt. Aber ich habe auch schon selber reingeschaut. Das ist tolle. Ja. YouTube Steinwallen übrigens an alle Leute, die Infos zu Paradox, zu neuen Paradox-Spielen haben wollen. Es ist meine primäre Anlaufstelle. Es sollte auch die eure sein. Steinwallen ist fantastisch. Und er hat es sehr ausführlich erklärt. Auch er hat aber tatsächlich in diesem Video gesagt, und das Video ist fast 40 Minuten lang, ich kann jetzt hier nicht alles zeigen, das ist zu viel. Also, oh, was?
Also es wird tatsächlich auch einfach ein gemeinsames Entdecken, weil es ändert sich wirklich viel. Bis hin zu, du kannst jetzt Leute zu einem Schachduell herausfordern und kannst mit Grafschaften spielen. Das ist das geilste neue Feature, finde ich. Aber es gibt eine Messe. Ich finde das auch mega. Die Kastilia oder die da oben. Ja. Es ist großartig. Und genau, wir haben uns diesmal gedacht, dass wir, weil es gibt nicht genug zur Auswahl, dass wir den üblichen, jeder ist ein kleiner Graf-Start machen. Da gibt es tatsächlich nicht 6 Grafen, die alle ähnlich faire Expansionsmöglichkeiten haben. Deswegen spielen wir diesmal schon als größere Reiche hier. Und jeder kriegt 1 und sie sind grob gebalanced, aber nicht 100%, weil wir definieren die Startpositionen ja nicht selber. Wir werden schon merken, zum Beispiel, manche Charaktere sind ein bisschen eine Pfeife, andere nicht. Wir sehen es gleich. Dann muss man das halt durch perfideres Ränkespiel ausgleichen. Und Steinwallen, erzähl mir doch mal, was du geantwortet hast, als ich gesagt habe, als 3 Muslime sind wir ja dann gemeinsam im Team. Weil ich will, dass das jetzt deine Aussage ist und nicht jetzt, meine. Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich gespannt. Na, jetzt müssen wir das aber von Anfang an aufrollen. Du hast einen Vorschlag gemacht, was das Ziel sein soll. Und das Ziel hat gesagt, dass eine Seite die Dominanz erringen soll nach dem neuen Ringensystem. Da gibt es nämlich sozusagen eine Möglichkeit, also es gibt 3 Möglichkeiten, das Ringen zu beenden. Und eine davon ist Dominanz. Und dann habe ich gesagt, ja, aber diese Dominanz kann man nicht als Team erreichen, rein spielmechanisch, sondern das geht nur als eine Fraktion oder ein Spieler. Das war ein rein spieltechnischer Hinweis. Aha, ja, das sagt er immer. Mhm. Ja, und du hast das Ziel ausgegeben, insofern ist ganz klar, worauf das hinauslaufen wird. Das ist schon echt frech von dir, Maurice. Ich wollte nur die Antwort darauf hinweisen, was für eine perfide Falle du sie locken wolltest. Du tust so, als würden wir hier Teamspiel machen, aber hast heimlich ein Singleplayer-Ziel ausgesucht. Und dann habe ich noch gesagt, die Muslime haben wir hier noch einen großen KI-Verbündeten, ne? Diesen hier Tulay Tula mit 3000 Mann. Toledo. Ja, und du hast gesagt, das ist kein Verbündeter, das ist ein Kriegsziel. Ja. Ich habe diesen Menschen hier, Emir Yahya ibn al-Zafir, als guten Freund und Kameraden gesehen. Oha. Und du als Kadaver, an dem du dich schadlos halten kannst. Naja, der beansprucht hier das Land der Mallorquiner, ne? Also das ist de jure gar nicht ihrs. Okay. Steinwein, wir sind so gute Freunde. Ja, ihr solltet euch gegen Maurice verbünden. Wollen wir Tula Yu unter uns beiden aufteilen, Steinwein? Das war schon, ja. Ich hab da alles so, ich dachte, wir machen das freundlichste Iberien der Zeitgeschichte hier. Also der Fairness halber. Also, ich möchte nur ganz kurz reinrufen und sagen, ich vertraue Denzel heute wegen gar nichts, weil er hat einfach eine cursed Katze auf seinem Kopf sitzen und wer mit Katzen zockt, der zockt für die Hölle. Wow. Okay. Alles klar. Was Hundebesitzerin Shurioka macht hier klare Ansagen. Nee, ich liebe Katzen, aber Katzen wollen die Weltherrschaft. Katzen haben die Weltherrschaft und wenn da eine Katze auf seinem Kopf sitzt, dann ist das einfach nicht zu ignorieren. Das stimmt. Ich habe gar keine Katze auf meinem Kopf, sondern ich bin die Katze und kontrolliere diesen Körper unter mir. Ah. Das macht dich aber nur weniger vertrauenswürdig, ja. Das macht es ja jetzt nicht besser. Darf ich vielleicht noch eine Kleinigkeit einbringen hinsichtlich der Diskussion wegen der Aufteilung von Tula, also Toledo? Ich habe mir natürlich jetzt ein bisschen eingelesen in die Geschichte dieser Zeit. Nachdem ich ja den König Alfonso VI. Von Leon höchstwahrscheinlich übernehmen werde. Weiß jetzt schon, was kommt. Wir sind im Jahr 1066 und es dauert nur 19 Jahre und wir wissen, dass das in dem Spiel nicht allzu lange ist, wo eigentlich Toledo eingenommen wird dann von jenem. Also, und dir oder wie? Das werden wir sehen, ob ich den Charakter übernehme, aber ich sag nur, also so aufteilen unter euch, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Oh, okay. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Ich auch, ja. Tatsächlich habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass du und Steinwallen uns noch ein bisschen ab und an historische Anekdoten gebt, was diese Charaktere so wirklich getan haben, die wir jetzt auf Abwege führen werden. aber in der Tat ist es so, dass wir keine festen Teams vorgeben. Es gibt halt 2 Blöcke, die vielleicht
angeraten sind, auch ab und an zu kooperieren, aber im Ränkespiel darf natürlich jeder mit den Gegebenheiten umgehen, wie er möchte. Das schreibe ich euch nicht vor. Und das Ziel soll es sein, dass es einer von uns schafft, diesen Konflikt zu beenden. Und es gibt dazu drei Optionen, die können wir uns gleich anschauen. Ich glaube, die Versöhnungsoption erfordert leider, dass die anderen einem Bündnis zustimmen. Da muss man also dann natürlich, wenn das jemand von euch schafft, will ich da nicht Nein sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche hier die Welt eher brennen sehen wollen. Also es gibt drei Optionen und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir eine davon heute erreichen. Und auf dem Weg dahin viel Spaß mit dieser Ringenmechanik haben, die meiner Meinung nach wirklich spannend klingt. Wir können sie gleich uns nochmal im Detail anschauen und dann können vielleicht ich und Steinwallen gemeinsam können sie auch Teilnehmern und dem Publikum noch etwas näher bringen. Aber ein Spiel durchgemacht mit der habe ich auch noch nicht oder so. Das heißt, es ist durchaus auch hier so der Plan, dass wir sie gemeinsam entdecken und ich muss auch einen Charakter auswählen. Jawohl, ich bin Du bist Emir al-Muzaffar ibn al-Mansur, genannt die Pfeife von Bataljavs. Ich zeige euch gleich, warum. Der ist wirklich scheiße. Aber dein Gebiet ist sehr cool. Mein Gebiet ist cool. Du kannst dich gleich zum König machen. So, hier du musst ein Land übernehmen oder so und dann bist du König, ja. Oder direkt von Anfang, weiß ich gar nicht. Ja, mal gucken, ob ich so lange lebe. Ich bin halt 61. Wir haben sowieso nur zwei Könige aktuell. Was heißt nur? Aber zwei Könige sind schon da. Alle anderen sind Grafen. Herzöge. Ich habe keine Ahnung, was für einen Titel ich habe und wo mein. Ich habe so wenig Ahnung von Emir. Den ganzen. Was ist Emir? Emir ist ein Herzog, oder? Genau. Okay, was kommt als nächstes? Scheich ist ein Graf. Scheich ist ein Graf, Emir ist ein Herzog. Und was ist König? Weiß ich auch nicht. Okay, wir werden es rausfinden, einfach. Hoffentlich. Wir werden das rausfinden. Das auch wieder, ne? Dankeschön, Türnaut, für die 16 maximal Monate. Maximal kompetitiv, wie das Ränkespiel ist, haben wir uns gedacht, ey, ich glaube, lass doch mal einen muslimischen Herrscher, weil habe ich ja noch nie. War, Chat sagt Sultan. Ja, Sultan, genau. Sultan. Ja. Kalif bei mir. Kalif ist, glaube ich, Kaiser oder sowas. Oder ne, Kalif ist. Okay. Ja. Religions überhaupt. Ich weiß ja, nicht. Ich wollte unbedingt mal. Ich hab noch nie muslimisch gespielt und ich habe so viel Katholizismus in letzter Zeit, zumindest als Katholikin, begonnen, dass ich echt Bock hatte, mal was Neues auszuprobieren. Aber von meiner Seite aus können wir gerne reinstarten. Dankeschön, dass du hier das bei dir der Grund Monate. Einfach wirklich Dankeschön, nur, dass du Dankeschön. Den Papst nicht mehr haben wolltest. Also das. Ich habe versucht, bei meinen letzten Runs den Papst aufzuessen, hat aber nicht funktioniert. Oh, schade. Echt schade. Ja. Aber der ist auch echt fett. Die Regeln, was wir nicht dürfen. Genau, das ist. Ich gehe jetzt schon mal rein. Wir sind ja pausiert am Anfang. Jawohl. Ja. Dann gucken wir auch noch mal kurz die Karte rüber für alle, auch für die Zuschauer. Gott, ich bin ja verheiratet. Ich habe doch Kinder. Warum sagt er, dass ich keine Erben habe? Ich habe doch Kinder. Hattest du bei den Einstellungen reingestellt, dass automatische Familien generiert werden? Ich hatte sie nicht verändert. Sie waren auf dem. Okay, weil ich sollte eigentlich keinen Erben haben und ich habe jetzt plötzlich doch drei Kinder. Ich habe auch zwei Kinder bereits, ja. Oh, alles gut. Oh, ich muss erst noch was umstellen. Also wir können noch mal neu starten. Müssen wir nicht. Nein, alles gut. Ich habe die Default-Optionen einfach genommen. Genau, also. Die Regeln sind wie üblich. Es gibt zwei Dinge, die wir nicht dürfen. Und das eine ist, dass wir keine Mordkomplotte gegen Spieler oder Haupterben machen dürfen. Dankeschön, Igo, für den 3 Monate. Dankeschön, Rafki, für die 16 und Monate. Und das zweite ist, dass keine Exkommunikation außer gegen Könige und Kaiser stattfinden dürfen. Warum haben wir diese Regel nur? Wer war da wohl beleidigt für mehrere Tage? ich darf mit niemandem auf Finger zeigen, weil die erste Regel, keine Mordkomplotte gegen Spieler, kam wegen meiner Missetaten. Deswegen, ich war eigentlich der Erste, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Steinwallen begangen hat. Wobei dann damals auch Denzel ziemlich drauf eingestiegen ist und dann diese Lawine einfach weiterrollen hat lassen.
Deswegen, Dankeschön, Ralf, und Dankeschön, unsere Ivo. Eigene Niedertracht und führt Hallo, uns manchmal Sabaton. Zu Taten, wo wir hinterher dann sagen, lasst uns das doch vielleicht verbieten. So entsteht das Ränkespielregelwerk. Irgendwer begeht ein Verbrechen und dann sagen wir hinterher, mal gucken, was heute passiert. Und wir können jetzt mal die Spieler alle durchgehen, denn wir haben auf der christlichen Seite Denzel ist König Sancho der Starke von Kastilien. König Sancho der Starke, guter Typ, 23 Kriegsführung, 2400 Mann, ist tatsächlich, glaube ich, mal. Der... Nee, alles gut, ich wollte ihn nur auch mal eben aufrufen, Entschuldigung. Jawohl, ich glaube, er ist sogar der stärkste Charakter, wir schauen aber gleich. 2400 ist schon... Und dazu eben tatsächlich, ich habe mich bemüht, einigermaßen Gleichstarke, die nicht zu nah aufeinander hocken, rauszusuchen. Es gibt leider natürlich einfach Grenzen, weil Iberien nicht so riesig ist. Aber ich habe versucht, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Der zweite ist Sepp, der in Barcelona hockt, als Herzog Ramon Berenguer der Alte. Meine Ehre. Er ist hier etwas abseits, er ist etwas schwächer als Denzel, hat dafür so ein paar kleine Reiche hier auch nah, an denen er sich vielleicht gütlich tun könnte, wer weiß. Wir sind leider alle OP stark. Was, echt? Ja. Na, ein bisschen. Stimmt, der eine hier aus irgendeinem Grund, der Al-Muqtad hier, ist überraschend stark. Aber hier König Sancho von Aragon ist ein kleiner Schwächling, 5 Kampfkraft, guckt auch schon wie so ein Lauch. Rachsüchtige Memme ist die Eigenschaft, die er hat. Also ich meine, dem wirst du doch wohl fertig. Feige, rachsüchtig, demütig und ein extravaganter Schwindler. Das ist Sepp, so ein bisschen am Rande der Insel. Über dir ist Frankreich. Wer weiß, was sich daraus noch ergibt. Frankreich nicht am Ringen beteiligt. Witzigerweise können sich aber große Fraktionen, ich weiß nicht, ob die KI das machen wird, aber kann sich einmischen. Es gibt diese Entscheidung, einen iberischen Stein, weil du weißt, dass, wie das auf Deutsch heißt, Außenposten. Iberischen oder Fußfassen. So. Kennt ihr den? Einen neuen Ringertrick. Fußfassen, ja. ist blöd übersetzt. Ja, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man ein außenliegendes Reich spielt, kann man sich da einmischen. Da muss man aber ziemlich viel erobern und dann kann man von außen auch das Ringen beenden. Ich würde stark bezweifeln, dass die KI das gezielt macht. Wenn sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht, aber gezielt wird sie das nicht tun. Und dann haben wir noch Coppelius, der auch bereits eine Ansage gemacht hat. Ne? Er macht dem Namen König Alfonso der Tapfere alle Ehre, hat direkt gesagt, ja, Toledo ist doch meins, historisch gesehen. Übrigens ein Typ, 24 Ränkespiel, nicht so ganz der geilste, also ein hinterlistiger, zynischer Lüstling mit 4 Sterne Ränkespielausbildung. Ein interessanter Charakter. Erzähl uns doch mal ein bisschen... Was war das historisch für eine? Haben die den gut eingefangen mit diesen Eigenschaften? Das Wichtigste vorweg ist einmal, dass ich mich sehr gut in diesem Charakter wiederfinde. Eigentlich nicht wirklich. Das Spannendste, glaube ich, an der Stelle ist allerdings, dass mein direkter Nachbar, sprich Denzel, König Sancho II., König von Kastilien, mein Bruder ist. Oh. Also wir zwei könnten eigentlich, ich meine, das ist jetzt unter uns gesprochen, ist ja die Familie, ist immer das, was im Vordergrund steht. Problem ist nur, deine Meinung von mir ist minus 71. Also das spricht relativ, Bände bereits, würde ich sagen. Was gibt es da Großartiges zu erzählen? Galizien, ganz links außen, ist ebenfalls von einem unserer Brüder. Und... die Sache schaut so aus, dass unser Vater, das war der Ferdinand, oder Fernando heißt in dem Spiel, König Fernando der Große, eigentlich eine sehr gleichmäßige Erbschaftsteilung durchgeführt hat, die im ersten Moment, wie das dann schlagend geworden wurde, auch gut umgesetzt wurde, ohne weitreichende Konflikte, was an unserer Mutter gelegen ist, die es irgendwie zusammengebracht hat, die 3 Söhne möglichst konfliktfrei aufeinander loszulassen. Genau, wir haben nämlich hier noch den dritten, ne? In Galizien, genau. Der ist KI, aber da ist noch einer. Und in Navarra ist auch noch einer, König Anzo. Ist auch noch unser Bruder, also nein, mein Cousin. Mein Cousin ist das in dem Fall. Also unser Digga, jeweils ich Cousin. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Wer ist mit wem, wo, wie, was? mit wem? Du bist doch die Infos-Mutter, das ist doch voll dein Ding. Der gesamte Norden ist mehr oder weniger fast eine Familie. Da fühle ich mich zu Hause.
die Sache ist jetzt dann halt die gewesen, dass die Mutter dann verstorben ist. Für die 20 plötzlich Monate. Das Ganze dann halt losgegangen ist, dass Monate. Die halt, und hallo, ich will es jetzt nicht sagen, aber wir sind jetzt 1066, in einem Jahr. Dankeschön, ihr Lieben. Denzel, lieben Dank. Bitte nicht, aber ich sag's nur, würdest du Leon angreifen an und für sich? In weiterer Folge würden wir uns zusammenschließen und Galizien überfallen, dann würdest du noch einmal Leon überfallen, bevor du dann verstirbst. Und dann alles an Leon geht. Und Leon plötzlich Galizien, Leon und Kastilien vereint. Ihr habt auch alle Ansprüche aufeinander. Der Kooperation. Ich finde, die Grenze zwischen uns sieht wunderschön aus, wie sie da so senkrecht verläuft. Und ich finde, wir können die nach Süden weiterziehen. Du hast den Westen der Iberischen Halbinsel und ich den Osten. Ausgezeichnet. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Das ist im Osten. Also Leder, ja, das werden wir uns ein bisschen aufteilen, das ist kein Problem. Das wird alles noch spannend und dann kommen wir mal zur anderen Hälfte dieser lustigen Insel. Wir haben Pia als Emir, das wird echt noch schlimm mit den Namen. Emir al-Ibn Mujahid von Mallorca oder auch Jo am Ballermann. Jo am Ballermann. Und ich sehe, auch deine ist so mitteltalentiert. Ey, ich finde es gar nicht so schlimm. Gelehrt. Also ich habe mir meinen Sohn und Erben angeguckt. Er ist faul, arrogant und mitfühlend. Ja, kann man drüber streiten. Aber er ist ein brillanter Stratege. Das ist alles heißt. Voll fein. Und ich möchte einfach diese 2 Sekunden hier vorab, bevor hier noch schon Einfluss passiert ist, nutzen. Und einfach mal so einen kleinen, vorwurfsvollen Blick zu Steinwallen legen und sagen... Sag mal, warum hat denn dein Haupterbe schon eine Frau? Tja. Oh, wie geht das denn? Oh, weil, ich habe noch einen zweiten Sohn. Ja, ich hätte nämlich eine Tochter. Und da könnte man ja direkt ein gutes Bündnis darin finden, oder? Also, auch mit dem zweiten Sohn, finde ich super, ja. Großartig. Ja, dann haben wir ja direkt schon ein Bündnis. Ich schicke direkt die Anfrage raus. Schön. Dann habe ich gerade alles schon erreicht, was ich wollte. Super. Danke, Maurice, für die 2 Sekunden, die du mir gegeben hast. Moment, ich habe auch tolle Söhne. Sehr gut. Oh. Wenn ich dran bin, klären wir gleich noch die Aufteilung und dann ist alles gut. Ja, hier ist Steinwallen. Emir al-Mutadid ibn Muhammad von Isbilia. Der kann tatsächlich was, wie ich sehe. Gut, Alter. Der ist ein brillanter Stratege, 18 Kriegsführung. ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das Problem ist ein bisschen, er ist feige, gierig, unersättlich und zynisch. Das bringt massive Abwehr bei der Frömmigkeit. Frömmigkeit ist nicht ganz unwichtig. Und vor allem gierig und feige sind super nervige Eigenschaften, weil bei jedem Geld ausgeben und bei jeder kriegst du Stress. Naja. Ah ja, das stimmt. 50. Das ist in Mittelalterjahren über 100. Und der ist auch nicht so jung, ja. Ja, ja. Aber was will man meckern? Es wird schon irgendwie. Immerhin, ein Erbe ist da und wir haben auch gleich schon ein Bündnis. Wie also hat dein Sohn 5 Kinder und die sind alle zwischen 0 und 4? Naja. Und es sind keine Zwillinge dabei. Und sie sind alle mit einer Frau. Hä? Naja, einmal im Jahr halt. 4. Genau. Also, das ist ja wirklich alle 9 Monate. Also er hat wirklich dann das... Das ist meine Aussage. Okay, schon Brutmaschine. Ja, aber wo wir gerade bei alten Dankeschön, Herrschern waren und auch bei untalentierten Dank. Herrschern. Dankeschön. Ich habe die Ehre, heute den Emir al-Muzaffar ibn al-Mansur zu spielen. Er hat 7 Kriegsführung, 2 Verwaltung, 4 Ränkespiel, 4 Bildung, immerhin 13 Diplomatie und das ist alles, was er in 61 langen Lebensjahren erreicht hat. Sein Erbe, Yahya ibn al-Muzaffar, hat 57474. Der ist ja noch schlimmer. Er ist noch schlechter, er kann gar nichts. Es gibt einen zweiten Sohn, der immerhin 16 Ränkespiel hat. Mal gucken, ob die Erbschaft da gleich nicht mal eine scharfe Kurve muss da wer stolpern. Scheint so, ja. Aber, ja, und ich bin so mittelsympathisch. Und hallo Riders. Ich bin großzügig und ehrlich, aber auch eigenwillig und zornig. Und ein annehmbarer Unterhändler. Also, das wird Emir sicher alles spannend. Titel. Ich würde deswegen sagen, jetzt kann jeder mal den ganzen Kram mit Rat und
Lebenswandel und so machen und dann kann jeder Bescheid geben, wenn es losgeht. Weil wenn wir auf Start klicken, dann kommt auch nochmal ein Pop-up, das uns dieses Ringen ein bisschen näher bringt. Dann können wir da nochmal drauf schauen und näher eingehen. Meine muslimischen Nachbarn, bitte beachtet, mit wem ihr Bündnisse schließt. Also zum Beispiel mit Toledo da in der Mitte. Ich bin eher dafür, dass wir Toledo gemeinsam bekämpfen. Toledo? Was? Ich nenne das jetzt Toledo, ja. Toledo, okay, das ist Toledo. Ja, gut. Dann. Also, aber Steinwald, du fängst jetzt direkt schon an, die Sprache der Ungläubigen zu benutzen. Ist dir unsere Sprache nicht gut genug? Das ist ein Argument, ja. Tulayotulu. Nee. Tula. Ich lass es. Haben nicht deine eigenen Leute schon dich Steinwalla getauft heute auf Twitter? Ich habe diese Bezeichnung mehrfach gesehen. Ja. Und jetzt kommst du hier an mit christlichen Begriffen. Das Erste, was ich sehe, ist zu wenig Ehepartner. Ich sehe das Problem. Mehret euch, hat schon Jesus gesagt. So. Ah nee, warte mal, an wen glaubt ihr? Auch Jesus, ne? Ja, aber anders, ne? Ich glaube, ich habe... Nein, aber man glaubt schon daran, dass er auch existiert, das aber dass er quasi nicht der Prophet ist, sondern... Er ist einer der Propheten. Einer, genau so. Ah, das ist, genau. Nicht so primär wie es... Genau, es ist irgendwie nur eine Nebenrolle quasi, also er existiert auch im muslimischen Glauben, aber er ist nicht der Hauptprophet. Genau. Okay. Werter König von Kastilien, es ist bereits ein Bündnisangebot am Hofe vielleicht eingelangt, also noch nicht vollständig, weil das Spiel noch passiert ist, aber es ist am Weg. Okay, ich krieg viel Post bestimmt, aber ich werde drauf achten. Ausgezeichnet, das ist das mit dem hübschen Er wird dort vor allem nicht als Sohn Gottes gesehen. So das wusste ich nicht. Okay, lernen wir heute ein bisschen. Steckt da auch eine Tochter drin oder sowas? Ich muss hineinschauen, vielleicht. Ich bin ready übrigens. Ich noch nicht. Ich fange gerade erst an. Nicht. Ich hoffe übrigens, ihr kennt das wahrscheinlich, mache immer mein Mikro aus, wenn ich mit dem Chat rede. Wenn ich das mal vergesse, entschuldige ich mich schon im Vorfeld, wenn ich hier reinquatsche. Alles gut. Ich kenne das Problem durchaus auch. Hin und wieder bleibt der Hotkey auch leider hängen. Und man redet und glaubt, dass das Mikro eigentlich aus ist. Oder an, genau, ja. Und wundert sich, warum niemand antwortet. Nicht, dass mir das regelmäßig passieren würde. Mir auch noch nie, nee. Wobei, ich muss trotzdem mal anmerken, es war eine der besten Erfindungen der modernen Zeit, ist, als Elgato endlich für Stream Deck offizielle Discord-Buttons veröffentlicht hat. Davor musstest du ja so ein Plugin benutzen, um das zu machen. Es ist so viel angenehmer jetzt. Ja, das stimmt. An den Weisen Emir al-Musafa ibn al-Mansur. Das heißt, jawohl. Erkennt den eigenen Namen, das finde ich super. Ich kann sagen, Maurice. Auch, ich bin ja nicht wie Steinwallen. Ich bin bereits 100% in meiner neuen Kultur aufgegangen. Okay. Salam alaikum, Effendi. ebenfalls ist ein Briefumschlag auf dem Weg mit etwas anderem Inhalt. Mit freundlichen Grüßen. Man kann einen Waffenstillstand kaufen, zur Aktivität einladen. Oh mein Gott. Es gibt richtig viel Zeug. Revolte anfachen. Oh mein Gott, wie gut ist das? Ich bin sehr glücklich gerade. Ich habe mir nur nichts angeschaut dazu. Ich gehe ganz blind rein und ich freue mich gerade sehr. Dem erkläre ich den Krieg. War das auf mich bezogen? War das ein Anfang von Shuyoka? Ich wollte Maurice Hinweis ernst nehmen. Emir Ali. Ich wollte nochmal sprechen. Emir Ali. Ja. Ja, schade, dass du kein Scheich bist, sonst hätte es gepasst. Naja. Das Thema der Aufteilung hier im Süden beschäftigt mich so ein bisschen. Ja. Die Jure Königreich hast du ja Valencia, ne? Diese Grenzen schaue ich mir gerade so ein bisschen an. Und ich schaue schon da. Hier, ne?
Und ja, Valencia würde ich gerne schon einheitlich holen, ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und insofern wäre es schön, wenn ich unten dieses Granada oder Garnata bekommen könnte. Da du hast aber relativ wenig Expansionsmöglichkeiten außer halt gegen Tula. Insofern steht mein Angebot, dass ich, wenn es soweit ist, dir bei diesem Krieg helfe, weil der ist ein bisschen schwierig. Aber das klingt für mich fein. Also ich hätte gerne, wenn das gehen würde, hätte ich gerne Valencia halt komplett in sich geschlossen. Das wäre sehr schön. Genau. Und ja. Kannst du dir Badajoz holen oder ist da noch jemand drin außer uns? Ach, da ist Maurice drin, ne? Ja, das kann ich mir auch holen. Dann irgendwas. Was? Könnt ihr bitte aufhören, da dieses wunderbar einstige christliche Land da unter euch so aufzuteilen? Ich meine, wir haben da noch ein gewichtiges Wort, da mitzureden und nicht, dass ihr das jetzt da irgendwie ausdiskutiert, wer was bekommt und ich hätte gern Valencia und so weiter. Ich meine, ich wäre doch froh, dass wir das noch nicht heimlich machen, sondern dass wir sogar so offen sind. Aber ich finde das gut. Also ich würde dir sogar Andalusien komplett überlassen, wenn wir dafür ein langfristiges, wenn wir dafür ein langfristiges Bündnis eingehen, würde ich dir Andalusien überlassen, würde mir selbst Valencia holen und dann richten wir uns gegen Norden. Ja, das klingt doch schon mal super. Prima. Einwahlen, also Norden, was ist genau? Weil dein Norden, Norden, ne? Also Norden sind alle Christen. Norden sind alle Christen, ja. Ja. Und okay. Weil es so super christlich ist, habe ich in dem Moment den Schädel des heiligen Johannes Evangelisten in meinem Hof ausgestellt. Falls ihr einmal pilgern wollt und euch einmal ein gutes Artefakt bzw. eine Religion mitnehmen, das ist aber nett, dass du das anbietest. Ich würde das auf jeden Fall einpacken. Übrigens, werter Bruder, König von Kastilien, wir müssen natürlich auch die Pilgerroute da oben nach Santiago de Compostela gut schützen und auch natürlich ausbauen, weil, wie wir es in ein paar Jahrhunderten sehen werden, Pilgern bringt im 21. Jahrhundert echt viel Geld. Oder Pilger bringen sehr, sehr, sehr viel Geld. Also wir sollten da auf jeden Fall ein bisschen das forcieren, um... Ich mag deine Hingabe an deine Religion. Aus tiefster moralischer Überzeugung. Nicht umsonst bin ich der Tapfere. Ja. Ja, ich bin soweit. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin auch soweit. Ich bin ready. Dann, es gilt wie immer, wir spielen auf Geschwindigkeit 2. Wenn jemand einen dringenden Notfall hat, kann er gerne pausieren. Das natürlich nicht zu sehr, zu oft machen. Aber manchmal ist es ja in dem Spiel einfach so, dass irgendwie 10 Events auf dich einprasseln und Krieg und was weiß ich, dann gerne Bescheid sagen und einfach schnell pausieren. Und genau, ich würde sagen, wir können mal gucken, wann wir Pause machen wollen. Entweder vielleicht mal alle 2 Stunden oder halt einmal nach 4 Stunden in der Mitte, je nachdem, wie es euch passt, dass wir mal kurz halt Luft schnappen können und so. Jetzt werde ich kurz anmachen und dann gleich nochmal pausieren, weil jetzt kommt gleich diese Ringenmechanik noch eingeblendet. Dann können wir die uns nochmal kurz gemeinsam anschauen. So. Beziehungsweise sollte die jetzt gleich kommen. Genau, da ist sie. Das iberische Ringen. Die iberische Halbinsel befindet sich in Aufruhr, eine Spannung geschaffen von ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Außenstehende begehren das Land und die großen muslimischen und christlichen Mächte versuchen, seine Bewohner zu beeinflussen. Doch jene, die auf seinem Grund und Boden leben und sterben, werden am Ende auch diejenigen sein, die über sein Schicksal entscheiden. Und das wollen wir heute tun. Ich werde nicht von meiner Vision für mein Heimatland lassen. Bei Allah, Haus Aftasid wird den Sturm überdauern und meinen Willen in die Tat umgesetzt sehen. Und wie das jetzt funktioniert... Du hast was falsch vorgelesen. Haus Abadid. Amirid, eindeutig. Ach so, okay. Ja, bestimmt. Bei den anderen dagegen immer das Gleiche, oder? Weil es ja eine Familie ist. Ja. Jimenez wird es noch regeln, ich sag's euch. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr wirklich auch in einer Dynastie? Seid ihr Subdynastien voneinander? Ja. Habt ihr ein Dynastie-Oberhaupt? Ein gemeinschaftliches? Ich glaube, Dynastie-Oberhaupt ist aktuell der König von Kastilien. Oh mein Gott, ihr seid ja wirklich in einer Dynastie. Ihr müsst eine Subdynastie. Ja. Kann man das forcieren, dass man eine Subdynastie gründet? Na, du meinst ein Haus, ne? Ja, ein Haus. Ja, kannst du dann eine Abspaltung machen davon, ja? Ja, das wäre. Also, ich will jetzt keinen Spalt in eurer Familie treiben, aber ich würde mir ja nicht von meinem Bruder sagen lassen, wen ich enterben darf und wen nicht.
Das stimmt, das stimmt. Und was wir jetzt, wie das jetzt funktioniert, ist, dass dieses Ringen geht über mehrere Phasen, die alle eigene Auswirkungen haben. Wir sind gerade in der Gelegenheitsphase und das, ihr seht es hier, wirkt sich auf verschiedenste Weise auf Krieg, Kultur, Glaube und Sonstiges aus. Du kannst zum Beispiel jetzt Ansprüche fingieren für Prestige statt Gold, weil es einfach Gelegenheiten gibt, leichter nach Land zu greifen. Du kannst für weniger Prestige Krieg erklären. Du hast neue Kriegsgründe. Du kannst andere Herrscher bezahlen, sich deinem Krieg anzuschließen. Und du kannst dich einem anderen Herrscher unterwerfen im Gegenzug für Kriegsbeistand. All solche Sachen. Du kriegst Prestige, wenn du eine Sprache erlernst und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal auf dieses Ringen unten rechts geht, sieht man, dass da Punkte voranschreiten, entweder Richtung Feindseligkeit oder Aussöhnung, je nachdem, wie wir uns verhalten und die anderen Herrscher. Ob wir zum Beispiel, guck jetzt in Richtung Steinwallen, das Geheimnis eines beteiligten Herrschers offenbaren. Wer hätte es gedacht, dass das Feindseligkeit bringt? Aussöhnung dagegen, wenn man bester Freund mit einem anderen Herrscher im Ringen wird. Und so können wir beeinflussen, ob das in Richtung Feindseligkeit oder Aussöhnung geht, was dann wieder andere Effekte hat, diese Phase. Und danach kommt, glaube ich, die Kompromissphase und dann wieder die Gelegenheitsphase. Das ist ein ewiger Kreislauf, bis wir eine der drei Endentscheidungen machen. Und die könnt ihr bei Entscheidungen, bei Endentscheidungen ansehen, draufklicken. Da gibt es die Vorherrschaft. Da wirst du dann einfach der Conquistador, dann kriegst du das Kaiserreich Hispanien, 10.000 Dynastiebekanntheit und haufenweise anderer Boni, musst aber auch zwei Königreiche von Hispanien halten, alle de jure Gemeinden zu eurem, ich glaube, zu eurer Kultur und eurer Religion bekehren. Nee. Und nicht? Nee, du musst dein Hauptsitz Königreich, das, da musst du, glaube ich, alles haben. Ah, okay. Ah, ach so, genau, stimmt. Das muss auch von deiner Kultur und deiner Religion sein. Genau. Und dann hier noch zwei der Punkte. Du musst Galizien, Tula, Kurbuta, Valencia oder Barcelona, zwei davon kontrollieren. Dann kannst du deine Vorherrschaft durchsetzen. Du kannst genauso gut aber auch auf Entspannung setzen. Das ist aber schwierig, weil da müssen auch alle anderen Spieler zustimmen, sich mit dir zu verbünden. Wenn jemand das heute schafft, weil er so eine Silberzunge hat, zoll ich ihm meinen Respekt. Aber so kann man es auch beenden. Oder es bleibt einfach der Status quo. Da muss man aber auch immer noch eins dieser Reiche kontrollieren. Und ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu forcieren. Weil dann müssen auch 25% von Iberien müssen von nur einmischend oder unbeteiligten Herrschern gehalten werden. Ich glaube, die Dominanz ist tatsächlich die, die man am leichtesten als ein Spieler, weil man am wenigsten darauf angewiesen ist, was andere tun. Abgesehen davon, dass die anderen natürlich nicht wollen, dass du dominierst. Genau, und bei Status Quo ist es auch noch so, dass alle anderen unabhängigen Herrscher mindestens 60 Meinungen von einem haben müssen. Oh. Also auch das ist gegen Mitspieler nicht so einfach. Stimmt. Das heißt, es wird wohl die Dominanz sein. Und wir wollen einfach heute mal, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie weit man mit dieser Mechanik kommt. Wir haben ja letztes Mal, hatten wir ja die Hofpracht und da haben wir gemerkt, okay, da kommt man sehr schnell sehr weit. Ich glaube, die ist schon etwas langfristiger ausgelegt. Wir werden es sehen. Außerdem noch kurz der Hinweis, bei mir im Chat gibt es einen Multistream mit allen Teilnehmern. Wenn vielleicht die Mods von den anderen Bock haben, können sie den auch mal bei sich posten. Ist schon da. Noch besser, weil wir sind heute zu sechs. Das heißt, der klassische Squad-Stream geht nicht. Aber ihr könnt uns trotzdem allen zuschauen im Multistream. Und ja. Wenn let's go. Alle. Was? Sag mal, König Alfonso, was ist das denn für ein Angebot? Ja, wird Vasall. Ich habe mir gedacht, bevor wir da jetzt da großartig in Konflikte eintreten, wieso wollen Sie nicht eventuell von mir gleich Vasall werden? Dann überspringen wir die Phase gleich. Das ist
Du willst das Webern provozieren, glaube ich. Ja, ich glaube auch, versehentlich auf Annehmen. Da muss ich echt noch einen Hund. Ich glaube, du bist einer der federführenden Coppelius, die diesen Begriff weitergetragen haben. Also, das wird ja, natürlich... Ich wasche meine Hände wieder mal in Unschuld, ja, wie immer. Ja, natürlich. Das mache ich auch immer, das kenne ich, die Masche. So, dann, wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Ja. Wieder voll. Bereit und motiviert. Viel Benjamin. Spaß euch. Ach, das ist perfekt. Viel Spaß. Und mein teurer Bruder, ich fühle mich durch eure Anfrage geehrt und werde euch gerne mal einen Verbündeten nennen. Perfekt. Das ist einmal die erste jetzt schon Entscheidung. Das Hause Jimenez ist bereits wieder vereint, zumindest zwei der drei Brüder. Den dritten werden wir jetzt dann gleich loswerden. Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Auf langjährige Zusammenarbeit. Mhm. So, direkt mal Krieg erklärt. Ja, rein in die Holga. Moment, was an den abstoßenden König Alfonso? Ich brauche euren Schutz nicht und möchte die Erträge meines Reiches lieber selbst behalten. Das habe ich nicht selbst verfasst, aber ich stimme sehr zu, wie mein Charakter das formuliert hat. Du abstoßender König, du. Wie ist das denn jetzt, wenn ich diesem Nachbarn da von mir den Krieg erkläre und ich starte einen Ringenkonflikt? Ja, das ist einfach nur einfach, dass da Punkte auf die Feindlichkeit gehen. Aber ich krieg dann auch das Scheichtum, ne? Ja, ja. Ach so, das ist ein bestimmter Kriegsgrund, der geht nur bei Nachbarschaften. Das geht perfekt, also es wird mir angezeigt. Ich brauche nur mehr Glauben. Möchte jemand für mich glauben? Ich bin nicht so gläubig. Das ist ein Problem. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Also auf unserer Seite hier. Der eine kann unsere noble Sprache nicht, die andere... Du hast halt einfach eine sechsjährige Geliebte, Maurice. Beschwer dich nicht. Also ich werde gleich mir den Glauben holen, indem ich auf eine große Pilgerfahrt gehe. Und da werde ich überzeugt. Natürlich. Und wie machst du das mit dem Glauben? Naja, du kannst ja eine Pilgerreise machen oder sogar einen Touch. Das kostet ja Geld. Ja, in der Tat. Sag mal, werter Mansur, wir sind doch in Wahrheit Freunde. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch eure Zielrichtung eher nach Norden ist. Es gibt hier diese wunderbare Stadt Cordoba. Das würde ich als feindlichen Akt empfinden, wenn ihr darauf abzielt. Wie ich? Das bist du, Maurice. Warte kurz. Ich bin da überhaupt nicht, was... Ja, das ist eine Nachbarschaft. Ja. Ich wollte nur... Du bist noch nicht da. Ich wollte einfach Vielleicht nur... Vielleicht sollten wir mal unser Ränkespiel abbrechen. Jetzt wurde ich schon direkt enttarnt von meinem König, einfach von meinem Nachbarn, dass ich da Ränkespiel mache und da suche. Und er hat mir direkt 150 Prestige gezockt, die Sau. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Du Arme, dieser Schuft. Moment, es ist jetzt auch irgendwie schon klar, warum das da oben eine komplette Familienangelegenheit ist. Ich bin gerade zum Brettspiel herausgefordert worden von meiner Schwester, die gleichzeitig meine Affäre ist. Und sie sagt, König Alfonso, Honigkuchen meines Herzens, seid mir gegrüßt, Bruder. Wie wäre es mit einer anregenden Partie Schach? Na, das klingt doch gut. Klar. Das schönste Spiel, Schach. Na gut. Jetzt bin ich gespannt. Aber Scheich Mansur, ihr habt irgendwie so gar nicht geantwortet. Muss ich mich klarer ausdrücken? Ich wollte nur klären, dass wir hier freundschaftliche Grenzen haben. Ja, wir haben natürlich freundschaftliche Grenzen. Gut, bezieht sich das auch auf diese Republik von Cordoba, die ich in meiner Einflusssphäre sehe? Also können wir erstmal machen, wir gucken, wie groß deine Einflusssphäre noch so wird im Laufe hier. Ne? Als Teil meines De Jure Königreichs. Ah, ja gut, dann wollte ich das einfach mal klären, also ich möchte auch nur meinen Frieden symbolisieren. Ich gehe gerade bei dir in den Unterricht, Mansur, um deine Sprache zu erlernen, damit die Kommunikation danach auch nicht webert. Und ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, ich habe das Schachspiel verloren. Ich rutsche mit die Hände auf die Knie, verzweifelt auf der Suche nach Halt. Bin ich etwas schlecht in Schach, fragt mein Charakter sich. Viel wichtiger ist das, werter Bruder, der dieser Emir da unter mir, südlich von mir, der greift bereits... Noch keine Hexerei.
nach Galizien und wie wir wissen, dort ist Santiago de Compostela, einer der großen Pilgerstätten des Christentums. Moria holen, ganz dringend. Das können wir nicht zulassen. Das Problem ist, unser Bruder oder mein Bruder, es ist unser Bruder, wobei bei der Familie, wer weiß, er will nicht, dass ich ihm dabei helfe bei diesem Krieg, weil er mich nicht mag. Super, was machen wir da? Großartig, Herr Mansur. Bin stolz auf Sie. Ja, also es ist alles für die Sache. Der kriegt so eine auf die Schnauze gerade und er lässt sich nicht helfen. Und was hast du denn da für einen Kriegsgrund gewählt? Das Ringen. Ah, es geht um 2 Grafschaften oder was? Genau. Ah ja. Also eure Pilgerstätte könnt ihr gerne haben. Aber der hat halt hier auch ein Gebiet, das in meinem Königreich ist. Okay. Und ich sag, da solange muss man halt Santiago de Compostela in unserer Hand bleibt, ist mir das noch recht. Da habe ich kein Problem. Ja, nee, absolut, absolut. Das, was will ich denn mit irgendeinem komischen christlichen Städte? Ihr könnt da gern euren falschen Götzen huldigen. Ja, ihr entweiht sie ihn sonst nur, deswegen. Ja, nee, das, da habe ich ja gar kein Interesse daran. Das ist ja unzivilisiert. Ich reise jetzt erstmal nach Mekka. Damit werde ich zum Hatschi. Ich habe leider versehentlich so viel Prestige für einen Verbündeten ausgegeben, dass ich jetzt im Minus bin. Und kann auch meinen Sohn nicht mehr enterben. Ich habe mir ein Dynastievermächtnis geholt, weil das meine direkt am Anfang kann. Und jetzt kann ich meinen nutzlosen Sohn nicht mehr aus der Erbschaftslinie kicken. Das heißt, wer auch immer, also der nächste Herrscher meines Reiches wird genauso eine Pfeife sein wie der bisherige. So. Das ist ein bisschen hart. Aber Dankeschön, Larson, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Wir werden uns damit arrangieren. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Wir gehen jetzt erstmal auf eine Pilgerreise, damit wir unser Glauben hochbekommen, damit wir dem dann den Krieg erklären können. Und danke nochmal, Dankeschön. Das Ringen mehr auf Aussöhnung als auf Feindseligkeit, witzigerweise. Das liegt aber nur an dir, also nicht an mir. Oh nein, ich werde krank. Also ich habe schon meinen ersten Nachbarn geschluckt. Denzel bekomme ich hier gerade Fortschritt für Feindseligkeit Phase plus 3 angezeigt. Oh, König Sancho, ja, stimmt. Lügenpresse, ich mache hier gar nichts Fieses. Lügenpresse. Also Wahrheit verirrt, was soll ich tun? Oh, meine Frau geht schon fremd, ich bin krank, läuft ja wieder bestens. Immer bist du nicht den nutzlosesten Erben der Welt. Guckt euch diese Pfeife an. Wie kann man denn 2 Verwaltungen haben? Die holen die mir noch als Ehefrau. Wie, mein Sohn hat mit meiner Frau geschlafen? Oh nein. Dankeschön, Kalamor, für 4 Monate. Dankeschön, dankeschön. Willkommen bei Crusader Kings 3. Oh. Okay, perfekt. Naja, bleibt in der Familie, würde ich sagen. Aber meine Haare nicht mal. Meine Haarlocke schneide ich nicht ab. Kann ich von ihr die Bekehrung verlangen? Wieso machst du das denn mit deiner Frau? Ich auch gerne. Sie scheint ja irgendwie dich nur nicht so toll zu finden. Ich könnte sie zu meiner Hauptehefrau machen. Na, ich bin halt 50 und mein Sohn ist 24. Die ist auch besser als meine andere. Wie lange gab es damals noch nicht, ne? Die ist auch jünger. Das ist doof. So. Ich habe erstmal meine Hauptehefrau gewechselt, weil ich hätte gerne eine jüngere. Klassisch. Meine alte Ehefrau fand das nicht so gut. Warum nur? Verstehe ich jetzt nicht. Wie? Mir wird der Krieg. Was? Na, hä? Von wem? Ja, weiß ich auch gerade nicht. Von meinem Nachbarn, den anderen. Okay. Oh, ja, der Emir Badis Ibn Habus. Wieso das denn? Warte mal, Auswirkung auf euch. An den Hatteren Dingsterbums, der Emir Nizam al-Dawla ibn möchte. Ich muss mal ganz kurz Pause drücken. I'm sorry, ich habe irgendwie ein ganz verwirrtes Pop-up. Diese doofen Tulay Tula, die sind da mit dem
Verbündete. Achso, das brauche ich nicht. Ich weil Steinwald, also kann es sein, dass die gehört haben, dass du halt die ganze Zeit schon planst, wie man ihr Land unter ihnen aufteilen kann? Wahrscheinlich, ja. Du hast gesagt, das hat ist kein Verbündeter, das ist schon 80 Anspannung. Er hat dich beim Wort genommen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja. Man darf halt nicht vergessen, dass ich halt faul bin, ne? Und paranoid, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Oh, how the tables turn. Ja, ich habe echt ein Problem. Ich hoffe, wir gewinnen das jetzt. Das wäre eher doof, wenn nicht. Wie einsatzbereit sind denn hier die... Aber das machen wir. Ach, das sind nur 300. Ich dachte, der hätte sich Söldner geholt. Ich habe 1300 gelesen. Dann machen wir das. Oh, warte. Machen wir das auf jeden Fall. Wir haben irgendwie noch... So, und dann nehmen wir das ein. Kann meine Frau mir noch ein Kind machen? Mal gucken. Ja, ja. Das Dinge. Sagen Sie, Emir al Null Chance, warum? Von sie ist fleißig und ehrgeizig und ich bin faul. Jawohl. Ja. Wie lange brauchen Sie bitte für diese Eroberung von diesen zwei Grafschaften? Ja, der Typ will halt nicht einsehen, dass er verloren hat und kommt immer wieder angekrochen. Und ganz viel Spaß mit dem... ich muss gestehen, ich nutze diese kleine Situation jetzt, weil ich ihm natürlich jetzt auch gleich den Krieg erklärt habe, um einfach das... Du bist ein so guter Bruder! Die Familie ist alles, ja, nicht wahr? Aber er ist auch das schwarze Schaf der Familie, muss man auch wirklich sagen. Ist er das? Er hat es nicht verdient, das sage ich jetzt halt einfach Er ist so. Zufrieden, treuherzig, okay, ein religiöser Eiferer. Aber hey, du besser als meine Ehefrau, die hat 0% Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mir schläft, weil sie ist fleißig und ehrgeizig und ich bin faul. Wunderbar. Wunderbar. Aber ich meine, König Sancho II., der Starke von Kastilien, mein guter Bruder und Verbündeter, ist bitte ehrgeizig, zornig und tapfer. Ich bin ruhig, hinterlistig, zynisch und lüstern und ein Meister im Ränkespiel. Und was ist unser Bruder? Zufrieden, treuherzig. Ich meine, was haben... Das ist eine Schande für die Familie. Dankeschön, Riot Robin, für die 12 Monate. Ja, das stimmt. Ich finde, wir passen gut zusammen. Wir ergänzen uns ausgezeichnet. Ja. Keusch ist sie auch. Das habe ich ja nicht gesehen. Deswegen bin ich da fast dankbar an den Emir, dass er denn da wunderbar ich kann's ablenkt, noch nicht, Farouk. Während ich einfach Santiago de Compostela eingenommen habe. Du Monster. Ja, man muss halt einfach den Vorteil in der Situation halt einfach erkennen. Das ist halt unglücklich. Aber um jetzt ein bisschen in die wahre Geschichte, oder was heißt wahre Geschichte, in die Vergangenheit hineinzuhüpfen, ist tatsächlich so, dass die beiden Brüder... Der König von Leon und von Kastilien, Hallo, den lieben Sancho von, heißt der Sancho, ein Garcia, hoppala, tatsächlich angegriffen haben, worauf er ins Exil geschickt wurde, später zurückkehrt und dann vom König von Leon eingekerkert wird bis zum Rest seines Lebens. Oh Gott. Also, der hat es tatsächlich nicht sonderlich gut erwischt, nein. Das ist ja schlimm. Eben, und deswegen bewahre ich ihn jetzt gleich, indem ich ihn gleich das Königreich wegnehme. Dann braucht er auch nicht mehr ins Exil gehen oder nicht mehr eingekerkert werden. Ich tue ihm eigentlich nur was Gutes. Die sieht mega cool aus. Die will ich auch als Neben-Ehefrau haben. Auch sehen. Die sieht mega, mega jetzt cool aus. Jetzt kämpft der falsche Anführer. Das ist jetzt... Ich muss das ja machen. Wir hatten ja, ne, wenn man Keys zugeschickt bekommen hat, hat man ja diese Mahnungen bekommen. Deswegen, in Crusader Kings 3 finde ich es sehr cool, 4 Ehefrauen haben zu können, weil dann suche ich mir eine aus, die was kann und 3, die mir optisch gefallen. Ja. Deswegen habe ich eine Albino-Frau geheiratet. Gut, dass du das erwähnt hast mit dem Spiel und so. Und es ist tatsächlich wichtig, ja. Im echten Leben habe ich nicht 4 Ehefrauen. Frauen existieren nicht nur, weil sie mir optisch gefallen. Aber manchmal gefallen sie mir auch optisch. Scheiße, sie sind schon fertig. Der eine hat ja auch was Spiel. Zur Aussöhnung bei, ja, indem mega ich cool. Die Leute dann immer für Lösegeld wieder freilasse.
nachdem ich sie gefangen genommen habe. Geil, dann nutze dadurch ich die als mein Krieg tatsächlich insgesamt, glaube ich, mehr Aussöhnung als Feindseligkeit. Aber ich will ja was anderes anziehen. Das will ich nur auch mal festhalten, dass das ja auch nett von mir ist irgendwo. Chojaka, kannst du mir einen Kredit irgendwie geben? Nee, du hast nur 20. Ich kann dir alles... Wie viel bräuchtest du denn? Mansur, ja, irgendwie Geschenk oder so. Ja, dann wie viel bräuchtest du denn? Ich brauche eigentlich nur 50 oder so, um mir noch eine Söldnertruppe zu Ja, so viel habe ich nicht. Ja, das, ja, habe ich gesehen. Aber der werte Emir Mansur hat so viel. Aber soll ich dir vielleicht einfach bei deinem Krieg helfen? Ja, wenn du noch... Also ich habe meinen Krieg gerade gewonnen. Ich kann mit 1200 Mann rüberkommen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das wäre super. Ja, das wäre perfekt. An dir gerne auch etwas Geld rüberschicken. Wie mache ich das denn? Guck mal, was Geschenk. Kriegsbeitritt anbieten. Ja, wäre auch super. Ja. I'm coming. An dir kein Geschenk machen. Ich bin auf dem Weg, aber so schnell bin ich nicht, weil du da jetzt schon am Kämpfen bist. Bist du denn schon automatisch im Krieg? Ja, mit der nächsten Schlacht erledigen. Es könnte sogar sein, dass ich es jetzt aus eigener... Ah, es wird knapp. So, ich habe zwei Verkündungen zu tätigen. Das erste ist, dass unser Haus, Familie Jimenez, oder in dem Spiel heißt es Jimena, das blaue Blut freigeschalten hat. Oh. Und Galizien, das Königreich, nun vereint ist, auch mit Leon. Unser unguter Bruder wurde aus oder von der Iberischen Halbinsel vertrieben. Super knappe Schlacht hier gerade. Der arme Kerl. Der ungute Bruder. War das nicht der gutmütige, treue? Ja, der schwarze Schaf halt einfach. Ja. Ich habe ihm gerade noch rechtzeitig ein bisschen was weggezockt. Aber nun ist tatsächlich hier König Alfonso, hat sich das ganze Land da oben... Und Kastilien ist auch schon ziemlich gewachsen. Was für eine Schlacht, ich habe noch nie so eine Schlacht gesehen. 38, 31 gegen 18 Leute. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh Gott, ich bin da, ich will helfen. 9 gegen 0. Ich bin drin. Ich hab gewonnen. Mann, wie geil. Es zählt als Sieg für mich, weil ich noch reingesprungen bin, ist das schön. Also Pia, ich bin ein glorreicher Ich helfe, ich helfe. Ja, wäre ganz cool, wenn du noch... einmal in der Nähe bleibst, weil es ist immer noch zahlenmäßig. Ja, greifen wir an. Alles gut. Ich habe 64 Gold gerade. Ich mache nur minus 0,4. Alles entspannt. Ich habe alles eingenommen, was ich brauche. Ich warte gerade darauf, dass meine Frau und Kinder werfen. Alles super. Kriegen, ja. Nicht werfen, natürlich. Ich bin am Überlegen, die ziehen sich wahrscheinlich weiter zurück. Deswegen werde ich erstmal anfangen, hier zu belagern, die Hauptstadt. Ich suche mir währenddessen die Kleidung für meine Ehefrauen aus, weil da gibt es ja echt schöne Sachen, die ich normalerweise nie nutze. Das sind die wichtigen Dinge, ja. Meine Grafschaft daneben. Oh mein Gott. Kriegst du keine Abnutzung? Es ist gerade etwas ganz Wildes passiert. Was? England hat sich Norwegen unterworfen. Nein. What? Wir waren gerade, die Normandie hat gerade mit mir zusammen England verprügelt und wir waren irgendwie bei 80% oder so und im letzten Moment hat quasi England sich Norwegen gebeugt und... Ja, Norwegen, what? Let's go! Was? Achso, ich bin ja nicht für Norwegen. Bin ich für Norwegen? Was war das denn jetzt für eine Kacke? Sind immer auch... Nee, sind die da schon christlich? Weiß gar nicht. Ja, das ist okay, wild. Dankeschön, Schwarz-Weiß-Drucker, für die 36 Monate und dankeschön, Aero Alpaka, für den Prime-Sub. Ich danke euch. Und dankeschön, Riot Robin, für die 12 Monate. Also der Typ kämpft jetzt gerade auch gegen dich, oder wie, Steinwallen? Welcher? Ja. Der Tulay Toledo, also Tulaya. Weil vielleicht ist das ja auch der richtige Zeitpunkt, dass das als gute Nachbarn, die wir sind, dass ich dann halt... Ja. Dem Schurken hier so einen kleinen Ring. Ich muss aber nicht in Iberia bleiben, oder? Nö. Weil ich hätte, glaube ich, gern auch eine Sommerinsel auf Sizilien. Ist ja nicht so weit weg. Also Sommerresidenz von einer warmen Insel zur anderen warmen Insel. Ne? Claro. So. Ziehen wir da jetzt wahrscheinlich hin versucht. Ich habe zu oft... Wenn man, Entschuldigung?
Wenn ich nur sagen, wenn man Glaubensbrüder angreift, kostet das Religion in diesem Ring. Dankeschön, Damion, für den Prestige. Dankeschön. Interessanterweise. Schuljabka, hast du deine Armee irgendwie angeschlossen? Kann ich die jetzt einfach mitziehen? Oder ich kann sie anschließen, wenn du möchtest. Ja, weil ich würde jetzt nochmal eine Schlacht schlagen da hinten. Jawohl. Aber dann ziehe ich meinen Sohn nur aus der Armee raus. Ja, ich habe eh den. Ich hab guten Anführer, ja. War der Pöbel in Galizien. Die ganzen Grafen lehnen sich jetzt gegen ihren neuen König auf. Verstehe ich. Leute, eine traurige Nachricht. Es ist wirklich schlimm. Mein nutzloser Sohn ist leider nicht mehr mein Erbe, weil er gestorben ist. Die ganze Familie trägt heute Trauer. Wir haben uns alle so drauf gefreut, unter seiner Verwaltung geherrscht zu werden. Aber leider ist er nun tot. Mein Beileid. Oh nein. War er im Wald spazieren? Was? Warum haben sich all diese Sachen so rumgesprochen? Ich bin völlig unschuldig. Du spielst unschuldig einmal daran. Die Woche freitags mit mir Strategiespiele, Maurice. Was glaubst du? Wen möchtest du hier täuschen? Ja, man könnte vielleicht, ich sollte es gar nicht öffentlich machen, dass der letzte Vorschlag, den ich für unsere nächste gemeinsame Partie tatsächlich auch geschickt habe, ist: Lasst uns darum wetteifern, wer die schlimmere Dynastie machen kann. Ne? Das war der letzte Pitch, den ich an Pia tatsächlich. Ich hab so Bock, ne? Ich hab so Bock, einfach je grausamer, desto grausamer. Darf ich das hiermit als formelle Bestätigung meiner großartigen Idee sehen? Ja. Werden wir am Freitag ins Rennen um die schlimmste Dynastie in Crusader Kings gehen? Ist ja die Frage, ob wir jetzt am Freitag schon damit starten wollen. Aber grundsätzlich, ja. Sehr gut. Ich bin begeistert. Und ich erinnere mich nochmal dran, als ich die bestmögliche machen wollte, ist ein Pfähler bei rausgekommen. Und je grausamer, desto grausamer. Das wird alles spannend. So, ich kann den Typen jetzt leider gerade nicht angreifen, weil ich für nichts ich habe neuen Sohn bekommen. Doch, ich könnte ihm einzelne Grafschaften zocken. Und eine Tochter. Ist auch ein schöner Name. Maurice! Jawohl! Sind wir bereit für ein... Also wir sind ja formell verbündet. Sind wir bereit für ein offizielles Bündnis? Ja, voll. Ich hätte eine Tochter. Fantastisch. Es ist halt eine kleine Albino-Tochter, aber wenn dich das bin nicht ich stört... Bin ich voll dabei. Nö. Mein Spielererbe ist auch noch nicht verheiratet. Ja, das ist ja wundervoll. Dann würde ich sie auch in die Ausbildung schicken. Aber sie ist halt gerade erst auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das zu jung ist. Aber er kann ja auch vier Frauen haben, ne? Also. Eben, also, das ist schon alles voll okay. Ich werde auch derweil mal auf die Hatsch gehen, weil ich die Glaubenspunkte brauche, um Krieg zu führen. So. Weil ich finde, wenn Tula hier es wagt. Wali Umar heißt der, ne? Dein Haupterbe. Genau. Wali Umar hier. Ja, Velesklav den Thron soll umbauen. Du hast aber keine Töchter, ne? Maurice? Ich leider nicht, glaube ich. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn. Oh ja. Aber möglicherweise kommt ja noch was. Ich habe haufenweise Söhne. Okay, perfekt. Wann ist meine Hatsch jetzt fertig? Gut, vielen Dank. Kein du Problem. Hast besiegt. Sehr gut. Verdammt, dann ist natürlich jetzt gerade meine perfekte Gelegenheit verstrichen, den Kerl einzusacken. So. Ah ja, ich wollte ja noch eine vierte Frau dazu holen, die einen guten Ärztinnenwert hat.
Dann spare ich mir das Geld. Wobei ich könnte auch einfach meinem Ratskanzler eine Frau suchen. Also ich brauche unbedingt was, was bei mir ist, ne? Ach, der ist ja auch ganz, der ist ja richtig schlecht. Da. Das sieht noch viel besser aus. Der hat schon... Ich kann das auch noch gar nicht, weil ich nicht illuster bin. Ah. Schauen wir mal unter meinen... Schon wieder sehr stark. Da, das ist ein Krieger. Werden wir, glaube ich, gemeinsam überfallen müssen und jeder uns einen Teil aus seinem Reich rausneiden. Ja, genau. Ich hatte ja... Also, Shuyoka, wenn du... Also, ich würde gerne noch Cordoba angreifen und dann, danach, wäre ich bereit für deinen Kampf gegen Tulay Tula, wenn du das möchtest. Cordoba. Brauchst du da Hilfe von mir? Ja, das müsste ich eigentlich alleine hinkriegen. Aber, also, wenn du auch brauchst, ne? Ich habe Zeit... Ja, ich warte noch auf ein paar Truppen und dann sollte das klar gehen. Die haben ja keinen Verbündeten. Jawohl. Wenzel. Jawohl. Mein Lieber. Ja, ich habe gesehen, du hast deine wunderschöne schlecht, Tochter. Das ist mein Sohn, mein Jüngerer. Mit der ich gerne ja, meinen Sohn, den überaus ehrenhaften, wie heißt er denn nochmal? Berenguer Ramon verheiraten möchte. Um einfach hier unseren Norden zu festigen gegen diese doch sehr starken Muslime. Also, ich weiß nicht, was hier los ist, aber die breiten sich aus. Darf ich eventuell da auch gleich meine Sprösslinge auch ins Spiel bringen? Ich hätte hier jetzt nämlich drei wunderbare Söhne. Oi! Sprösslinge klingt auch immer ein bisschen wie ein Pilz, ne? Ja. Sind aber auch in Wirklichkeit Pilze. Tut mir leid. Du natürlich, also... Frau um Frau, Mann um Mann. Warum nicht? Ich hätte hier zum Beispiel den Simon. Das spielt Barcelona, oder? Simon ist 5 Jahre alt und dann hätten wir dann gerade noch geborenen oder gerade geborenen Sancho Alfonses. Ja, das ist Barcelona. Natürlich. Hast du den nach mir benannt? Legitimer Abstammung natürlich auch. Überhaupt nicht von meiner eigenen Schwester. Natürlich von einer Konkubine. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Also, ich würde sagen, du kannst am besten entscheiden, was dein Sohn so haben möchte. Also. Ich sehe da am Hof die Sanka, die stotternde Sanka. Ja, du, das passt doch perfekt. Perfekt. Also, die wird auch nicht viel Widerworte geben, glaube ich. Ja, cool. Die KI hat mir jetzt sogar so einen gekauften Waffenstillstand angeboten, Cordoba, weil sie ahnt, was ich tue. Hätte ich das nicht gut. War ich natürlich abgelehnt. Wie kriege ich denn jetzt diesen blöden König? Ich mache jetzt König auch hier ein Schachspiel. Ich spiele Schach, so wie ich kämpfe. Wild, sagt mein Typ. Also gerade wenn es ums Schachspielen geht, hätten wir ja eigentlich Johnny einladen müssen. Das stimmt, weil das der stimmt. Der ist ja schon halber Schachprofi, so viel Preisgeld, wie der auf Twitch mit Schach schon gemacht hat. Und der hat Kim immer noch kein Pferd gekauft, ne? Also ich möchte das hier weiter spreaden. Immer noch das nicht. Eine Frage der Zeit vielleicht nur noch. Vielleicht noch an den werten König, nein, nicht König, Herzog von ja, Barcelona. Plünderungskrieg schaffe ich nicht sagt, dagegen. Dass unsere Kinder dann eventuell inzüchtig sind, beziehungsweise, das ist jetzt kein Problem, oder? Was? Die nee, sind halt alle zu stark. Ja, Green Zero, danke für die 5 verschenkten Subs. Oh mein Gott. Spaß hier weiterhin. Ich habe übrigens die Schachpartie gewonnen. Dankeschön, Dankeschön. Nicht schlecht. Vielen lieben Dank. Wie können die denn verwandt sein? Was ist denn da bei uns passiert? Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Dankeschön. Was ist los? Dankeschön. Wieso kommen die plötzlich mit so vielen Truppen an? Was ist ich das? Ich lese gerade, warum hat den ich habe gerade noch Schach gegen den gewonnen. Der kann gar nicht so viel drauf haben. 2500. Shuyoka, ich brauche dich doch. Ich bin da schon. Da hat sich einmal 2500 Söldner gekauft. Sofort. Dieses Schwein. Oh Gott. Oh nein. Das ist passend. Oh also ich habe gerade frisch Bogenschützen ausgebildet. Das heißt, die werden jetzt auch direkt schon mal frisch hier ausprobiert. Aber du siehst ein bisschen geschlagen aus gerade.
Ja, ich kann mir auch noch Söldner leisten. Nee, wir schaffen das, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass... Oh, wobei... Schaffen das, doch. Ich komme. Und danke nochmal, vielen Dank. Bis Mitternacht, Lizard. Ich finde es schön, wie Steinwallens imperialistische Ambitionen hier die ganze Zeit dazu führen, dass er böse überrascht wird. Ach, du bietest dich an? Nee, irgendwie... Oh, warte mal, das können wir annehmen. Hier gibt es einer, der meinen Krieg rein will. Ach, mein Spielererbe ist einbeinig und verwundet. Wie ist das denn passiert? So, jetzt bloß nicht... Ungünstig die Stiege runtergeflogen wahrscheinlich. Ja. Ja, schade, dass ich noch einen zweiten habe, ne? Arme. Das ist alles hier ein Chaos. Mein Spielererbe ist übrigens ein Aufhetzer. Dieser Charakter ist bekannt dafür, Streit und Hass zu verbreiten. Und ich fühle mich sehr gecallt von diesem Spiel gerade. Soll ich zu dir rüberkommen? Ja, komm mal. Komm mal rüber hier, dass wir uns vereinigen. Komm nämlich noch ein. Es ist cool, die KI bietet mir an, gegen Bezahlung in den Krieg einzutreten. Finde ich echt super. Also ich würde auf jeden Fall meinen Sohnemann da jetzt auch vorne weg mit... Oh mein Gott. Ja, gut. Jetzt kannst reingehen. Ja, aber ich würde den mit reinschicken quasi. Wenn der stirbt, ist großartig. Weil den brauche ich nicht. Aber ich sehe natürlich ganz schlimm. Was, verdammt, jetzt liebe ich noch meinen Bruder. Oh Gott. Egal. Ich habe mich angekoppelt an deine stärkere Armee. Also, jetzt haben wir die Power. Hoffe ich doch zumindest. Was sind das da für Armeen, die bei euch unterwegs sind? Ich sehe das nur. 5000. Ja, es geht hier richtig ab. Oh nein, er verschwindet. Er will abhauen auf... Aber nein, wir kriegen... Ja, was cool ist, einer von deinen Vasallen aus deinem Reich hat sich mir angeboten, in meinem Krieg zu helfen. Oh, siehst du, die Nachbarschaftsbande sind stark. Wir müssen nur noch mal ein Bündnis hier mal machen, dass wir das auch noch mal... Ja, ich habe, glaube ich, jetzt auch noch eine Tochter bekommen, eine kleine. Aha. Ja, dann bei mir dann lass doch hier mal... Gewitter draußen, also jetzt im Real Life. Richtig Donner. Was ist dieses Real Life? Kann ich das auf Pause schalten? Wo kommen die ganzen Truppen her? Was hat denn der Gegner da alles? Das ist doch unfassbar. Da kommen nochmal 2600, ne? Ja, was ist das? Oh Gott. Es ist halt die Frage, ob man Steinwein das religiöse Zentrum Iberiens übergeben will. Ich habe da echt nicht so ein Problem damit. Also ich sehe, ich möchte mich in meiner Rolle wohlfühlen und meine Rolle sagt, wir kämpfen gegen die Christen. Und deswegen, also ich bin absolut zufrieden damit, die zweite Siegerin des Tages zu sein. Das heißt, solange eine meiner Töchter neben Steinwein auf dem Thron sitzt, fühle ich mich als Siegerin. Damit kann ich leben. Also bitte jetzt hier Entschuldigung. Ich bin hier gerade zweimal so richtig kurz am Abgang vorbeigeschrammt. Also ich weiß nicht, ob ich mich hier gerade qualifiziere für irgendwas. Das ist doch, das geht. Bestimmt. Wir stehen ja bei. An dieser Cordoba-Typ. Ich habe ihn im Schach besiegt, das reicht mir. Das ist halt so eine reiche Republik, so, ne? Ja, die sind... Ja, der hat noch mehr. Der hat noch 124 Gold, ne? Immer noch. Also. Der kriegt auch irgendwie, wie viel Gold kriegt der? Ne, gerade kriegt er nur plus 1, dass seine Truppen ausgehoben sind. Die vielen Aber weiß, Cordoba gibt halt 8 Steuergold. Nee, heute nicht, ja, heute also mal die zweite. Die eine Stadt. Ja, gut, insgesamt, ja. Deswegen willst du das natürlich auch unbedingt haben, ne, der feine Herr Steinwallen. Ja, Cordoba ist zu dieser Zeit die drittgrößte Stadt der Welt. Nach Bagdad und Konstantinopel. Ich bin gerade in einem Dilemma. Vielleicht könnt ihr mir moralisch aushelfen. Oh ja, bin ich groß drin. Ja, und zwar, ich bin gerade in meinem Hofsaal oder am Königshof und ich habe die Möglichkeit, meinen Hof ein wenig auszubauen, dass ich verdeckte Gänge und so weiter noch anlege. Und mir wird auch angeboten, dass ich sogar einen Kerker in mein Schlafgemach einbauen kann. Und die Option ist, ich gebe zu, dass ich schon gern splitternackt in einen Privatkerker geworfen werden möchte. Will ich das wirklich? Ja, definitiv willst du das. Eindeutig. Was ist... Ah, diese Spiele sind so 100% wundervoll. 100% willst du das. Ich frage mich gerade nur einfach, wann ich sterbe. Achso, Entschuldigung. Kein Problem.
Das große Problem ist nur, ich bin dann pervers und als guter Christ pervers sein. Ich sehe das Problem nicht. Na gut. Die Sätze, das Problem ist, ich bin dann pervers. Wie ist denn das? Würdet ihr mir raten, meinen Hauptsitz nach Murcia zu verschieben? Schon, ne? Ich würde sagen, verschieben, wo zukünftig Valencia das Königreichshauptsitz hat, weißt du? Wo hat denn Valencia das? Ah, das ist in da. Da würde ich es perspektivisch hinschieben. Ich meine, es hat aber, glaube ich, auch Vorteile, wenn dein Hauptsitz diese Insel ist, weil das ja schwerer zu erobern ist für Feinde. Ja, aber das ist auch... Ja, aber ich will ja in meinem Hauptsitz sitzen. So, ich will ja mich mächtig fühlen. Ich habe ja keine Angst. Links vor mir ist Steinwallen. So. Und ob ich jetzt da in meinem Gebiet bin oder im Wasser, also ich glaube, es ist auch schwerer auch zu halten, wenn du daneben nichts hast, wo du halt spawnen kannst. Also ich das stimmt, ja. Das ist außerdem brauche ich immer noch eine Insel, die ich so alibimäßig an den einen Sohn verlosen kann, den ich irgendwie nicht bei mir in der Nähe haben will. Hallo Maxo. Sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen da dann ein Gebiet einnehmen, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, ob wir dies 13. Ich hoffe, die wirft bald ein paar Kinder. Gebärt ein paar. Die ist 13. Ich sag mal, was ist eigentlich bei Sepp? Entschuldigung. Du bist Vasall von Frankreich? Ja, ich habe mir gerade gedacht, Mensch, hier ist alles total wild. Ich werde hier einfach nur gedrängt und diese Franzosen, dem muss ich die Treue schwören. Das ist mein Kumpel jetzt geworden. Ich bin Freund mit ihm sogar. Interessant. Weil ich habe nämlich gemerkt, hier, Denzel, der breitet Denzel sich sehr gut aus hier, muss ich sagen. Stimmt, das klappt echt gut. König Sancho, der Starke, hat 4000 Truppen. Ja, ich spiele nach meinen Stärken. Aber ich bin auch tatsächlich spontan wahnsinnig geworden. Da konnte ich nichts gegen machen. Oh nein, ernsthaft? Das ist jetzt so nebenbei. Ach du Scheiße. Maurice, jetzt ist der Moment hier für Toledo. Die sind nämlich schon wieder in diesen verdammten Krieg eingetreten. Ich habe gerade leider einen Bauernaufstand. Aber danach sehr gerne. Ich meine, die sind schwach. Es ist ja wohl das Los eines Bauern, seinem Herrn zu dienen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch gerade noch einmal vielleicht eine Anfrage auch geschickt. Ich könnte bei dem Bauernaufstand helfen, indem Hallo Max, so vielleicht der Emis sich vasallieren lässt durch mich. So völlig, also was ist eigentlich bei dir kaputt da drüben? Naja, ich habe 6000 Männer. 7000 Männer, Alter. Was? Wer? Wie? Warum? Was machst du denn da, Steinwallen? Cordoba ist jetzt zusammen mit Toledo und Also ich würde da jetzt helfen. Was? Und ich habe jetzt einfach einen Mordkomplott gegen den Dude gestartet. Parallel. Weil vielleicht werden wir ihn so los. Warte mal, 11 Monate? Ich bin in 8 Monaten durch. Oh ja, vielleicht klappt das. Das ist jetzt ein Belagerungswettstreit. Das wird spannend bei dir, Steinwallen. Ist Brettspiel-Herausforderung immer was Positives oder was Negatives oder kann sich so und so entwickeln? Du kannst da gewinnen oder verlieren. Du pitchst dann deine Werte gegen seine und du kannst, je nachdem, man kann um verschiedene Sachen spielen. Man kann einfach um Ehre, dann verliert man, glaube ich, nur ein bisschen Anspannung. Man kann aber auch um Geld, glaube ich, oder sogar um Grafschaften spielen. Ei. Denn der ist da? 6000 Mann hier, 5000 da drüben. Das ist ja wild bei dir, Steinwallen. Ja, das ist mehr als wild. Die Frage ist, wenn ich die Belagerung jetzt schaffe, ob ich dann 100% kriege. Vielleicht, wenn da irgendein wichtiger Dude drin sitzt. Wenn du den Haupttypen kriegst, ne? Kann sein. Ansonsten noch ein Problem. Aber sonst kriegst du, glaube ich, keine 100%. Also selbst Kriegsziel bringt ja so viel nicht. Ja, es ist Kriegsziel plus Hauptstadt, ne? Ja, genau. Aber in der Regel bringt das dich nicht von 22% auf 100. Es sei denn, du nimmst den gegnerischen Obermacker gefangen. Gott! Ja, wenn das nicht klappt, ist meine Hauptstadt im Arsch. Gott. Das wird's bitter. Seh schon. Wir werden, glaube ich, wenn sie dann irgendwann mal runterkommt. Entschuldigung, war nicht gemutet, sorry. Ach so, nee, wir werden den Oh mein Gott.
Es ist tatsächlich, glaube ich, gerade ein Punkt. Also, wir hätten vielleicht eine einheitliche muslimische Front mit Tulay Tula bilden sollen, statt hier so, ne? Also, ich war der Einzige, der für unseren Glauben gekämpft hat. Ich habe den irren Christen oben ein bisschen attackiert. Wir kämpfen halt auch für unseren Glauben. Wir sind mehr im Recht. Wir kämpfen dafür, dass wir erstmal eine Grenze haben mit den Ungläubigen. Hallo, Belta. Das stimmt natürlich. Wir kriegen das schon hin. So, Lona gehört jetzt zu Frankreich? Habe ich was verpasst? Ja. Sepp hat sich gedacht, warum eigentlich sich hier um Spanien rumeiern, wenn ich doch auch ein kultivierter Franzose sein könnte. So, noch 14. Beziehungsweise, also der König Aragorn, der mag mich halt so sehr nicht, dass ich einen anderen Freund besuchen musste. König Aragorn sehe ich die Zukunft jetzt gerade auch nicht direkt. 96 verständlich. Jawohl! Hast du es gebracht? Oh mein Gott! Krass. Alter, wie knapp. Holy shit. Dann muss ich den ja gar nicht mehr töten, ne? Dann kann ich das. So, wir kriegen haufenweise Ruhm durch diese ganzen Entscheidungen, die wir da gerade gemacht haben. Also, wie hast du das denn jetzt hingekriegt, dass das tatsächlich 100 gebracht hat? Ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht, also ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Zeit nachzugucken, weil es war wirklich eine Sekundenfrage. Krass. Musste den Krieg. Hä, wo ist denn jetzt? Jetzt bist du natürlich richtig mächtig. Jetzt kriegst du 8 Gold im Monat durch Cordoba. Ja, noch haben wir da Kontrolle 0. Aber ja, Cordoba ist schon. Krass. Mit der neuen Mechanik nimmst du ja auch nicht die Städte selber ein, sondern machst sie dann immer nur zu Vasallen von dir, ne? Kommt drauf an, ne? Du kannst sie einnehmen. Wenn es dein Glaubensgegner, also wenn es nicht dein Glauben ist, dann nimmst du es ein. Nee, bei mir hat das nicht funktioniert. Nee, ich habe tatsächlich auch sie nur, also sie haben dann nicht zu meinen persönlichen. Genau, die sind dann einfach deine Vasallen quasi. Ich habe es selber eingenommen bei dem Gebiet, das ich geholt habe. Das gehört jetzt mir. Und das habe ich auch über die neue Mechanik geholt. Ja. Dankeschön, Pfeif, im Endeffekt 21 Monate. Dankeschön, obwohl ich sogar gegen einen Glaubensgegner gespielt habe. Hatten die einen geringeren Rang als ihr? Ich glaube, es liegt eher daran. Wenn du als Herzog einen Grafen annimmst, dann nimmst du das Gebiet ein, weil es geht. Und dann wirst du deinem Vasallen. Wenn du einen anderen, also als Herzog einen anderen Herzog annimmst, dann schmeißt du ihn vom Thron. Möglich. Ah, okay. König Alfonso ist an meinem Hof aktiv. Aha. Also ich weiß absolut nichts. Aha. Was geschieht? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler nur. Ach so. Ich glaube, der heißt nicht Alfons. Also es geht nicht um Alfons, sondern um... Ich habe ab und an den Chefübersetzer von Crusader Kings im Chat. Vielleicht ist er gerade da und kann zu dieser Kritik Stellung nehmen, zu dieser billigen Ausrede. Nein, nicht spieltechnisch. Natürlich der Bote, der das ausrichten hat lassen im Spiel, der hat wahrscheinlich wieder mal Kauderwelsch verstanden. Und ja, man kennt's ja. Kein Verlass auf die Boten zu dieser Zeit. Auf den Pöbel. Natürlich. Ja, das ist schlimm, sag ich euch, schlimm. So, wie werde ich jetzt meinen älteren Sohn los? Der hat ein Bein verloren, aber er ist nicht gestorben dran. Und das ist irgendwie schwierig. Du willst, dass er stirbt? Ja. Sehr gut. Der sollte auf jeden Fall sterben. Mein jüngerer Sohn ist die bessere Partie. Der hat nämlich auch schon 2 Söhne. Also da ist meine Erblinie gesichert. Enterben wäre halt die leichte Lösung, ne? Ich bin gestorben. Oh nein. Emir spielt weiter. Das ging aber dann schnell. Ja, ich habe ja. Ich bin 68 geworden, ne? Ich habe mich lang gehalten. Emir Umar ist weiter am Start. Ja, und hat jetzt sogar deutlich mehr Grafschaften direkt. Ja, wir enterben den einfach. Das löst das Problem. Das ist tatsächlich sogar gut. Machen wir einfach. Also bei dir hat sich ja das Reich dann auch schon gut vergrößert, so. Das passt. Bevor wir aber tatsächlich Hallo Don Leon. Nicht so krass wie bei Steinwallen, weil er hat eine super Stadt. Ich sehe gerade, Steinwallen hat 4000 Mann jetzt fast. Also Cordoba hat echt gut was gebracht. Aber ich habe auch ein bisschen mich vergrößert. Ich habe jetzt vor allem deutlich mehr
Grafschaften, weil mein Erbe, die vorher hatte ich drei Grafschaften. Warum habe ich schon wieder keinen Hofarzt? Jetzt habe ich acht. Ich habe jetzt schon irgendwie 100 Mal einen angeworben und ich verliere den die ganze Zeit wieder und ich verstehe nicht, wie. Dann werde ich den neuen E-Mail mich einmal gleich vorstellen. Vielleicht möchte er sich jetzt was verlieren lassen. Jetzt kommt wieder... Ich meine, wenn ein Nachfolger gleich auftritt, dann musst du natürlich auch gleich einmal nachgefragt. Man ist ja das Beste für das eigene Volk. Tatsächlich wird mir gerade Agnes de Barcelona vorgeschlagen für ein potenzielles Bündnis als Drittehefrau, obwohl die verheiratet ist. Ich bin so verwirrt. Und König Philippe hat ja Louis. Das ist ja widerlich. Eine Frage an meinen wahnsinnigen Bruder, König Sancho II., der Starke von Kastilien. Wäre er eventuell bereit, mit mir in die Schlacht zu ziehen, um Toledo einzunehmen, 12 Jahre vor der wahren Begebenheit? Oha. Da geht's ja los. Schlurka, was ist mit deinem Krieg in Toledo? Also, im Krieg bekommt man ja auch noch Sachen. Religion. Ja, man kommt echt viel Zeugs. Also ich wusste, er hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man Religion bekommt, aber ja klar, das sind ja auch die aus dem anderen Dunstkreis. Ich wäre, ja, das Problem ist halt... Ich bin so hart negativ, was Religion angeht, das ist echt nicht mehr feierlich. Mein Charakter ist einfach Schmutz. Ich krieg halt... Oh mein Gott, jetzt hat mein Sohn auch noch den Glauben gewechselt, ey. Oh. Also das wird, glaube ich, für mich eher schwer werden. Moment. Herzog Nuno der Zweite hat den Beinamen der Pfähler. Maurice ist der... Ja, das geht schnell. Was? Ich? Ja, weil er den Beinamen der Pfähler hat, deswegen. Das kann gar nicht sein. Das ist eine Anschuldigung, die ich komplett zurückweise. Ja. Absolut ausgeschlossen. Ich würde niemals jemanden pfählen. Und jeder meiner Stream-Zuschauer weiß das auch. Ich würde dich auch nie annehmen, dass das der Fall wäre. Sehr gut. Also, ich würde tatsächlich noch 100 Prestige abwarten, Steinwein. Ja. Und dann würde ich direkt ein ganzes Herzogtum schlucken. Also eine nackte Frau. Das ist sinnvoll, ja. Weil dann, bevor wir da alle Grafschaften hier alleine uns da holen. Also du kannst mit 4300 Mann an deiner Seite. Ah, das ist ja verrückt. Lass uns gleich Rom erobern. Dankeschön, Lexi, für die 400. Ich habe da durchaus auch Bock, dass ich vielleicht auch mir einen Teil, was wir da mitmachen. Man verbindet sich zu dritt gegen da einen, oh. Das Problem ist, wir können ja immer nur in einem Krieg ein Kriegsziel durchziehen, ne? Das stimmt, aber ich kann ja einfach parallel. Nee. Der kann ja nicht. Wir können ja ihm alle gleichzeitig den Krieg erklären für unterschiedliche Gebiete. Genau. Ja, das geht auch. Und dann, also wäre wahrscheinlich das... Das Klügste wäre dann wahrscheinlich, dass Steinwein als erstes den Krieg erklärt, weil du halt der Einzige bist, der alleine auch seine Armee schaffen würde. Und das heißt, er würde dann, also die KI würde wahrscheinlich dann als erstes auf dich triggern und dann greifen wir es gleichzeitig halt an. Genau. Das wäre halt Fivehead. Schäbigste Art und Weise. Nein, das ist nicht schäbig, Maurice. Das ist taktisch. Es ist immer eine Perspektivensache. Möchtest du, dass dein Volk dich liebt oder sein Volk? Und wenn du den Krieg schnell beendest, ist das gut für dein Volk. Das stimmt, ja. Nee, es ist sehr richtig. Problem ist, ich kann noch nicht um ein Herzogtum kämpfen. Aber was passiert denn jetzt hier, Wildes? Oi. Das war... Also. Werte okay. Brüder Christi, lasst uns nach Toledo ziehen. Coppelius, was passiert denn danach? Es geht nur um die Grafschaft. Um eine Grafschaft? Yes.
Was macht der da? Der Hauptsitz muss fallen, dann zerbricht. Ey, du, da bin ich dabei. Das Emirat. Ist es ein Emirat dann, wenn er Emir ist? Oh, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier. Ja, die wollen Toledo da angreifen, das kleine Dingsterbumster. Vilja von Toledo. Welches kleine Dingsterbums? Tula Jutla wird gerade angegriffen von den Christen. Okay. Oh nein, oh nein. Aber das ist ja eine gute Sache. Schon drin? Weil wenn die den Krieg da schon führen, können wir das auch nutzen und können unseren Krieg parallel führen. Wie schnell Leute. Sind die einzogen? Das ist katastrophal. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Ne? Was ist passiert? Ja, die sind nicht ohne. Ja, vor allem hatten die auch einfach mehr. Um Toledo. Er kämpft wirklich um Toledo. Toledo ist nämlich fast so geil wie Cordoba. Wo ist denn Toledo nochmal genau? Neben dem Gebirge. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, Coppelius. Warum bist du so gierig? Du kommst über die Berge doch gar nicht drüber. Das ist auf den 85 muss. Na los, Toledo fallen. Warte mal kurz. Was brauche ich denn für ein Königreich? Zieht sie jetzt da oben über die Berge drüber? Okay, gut. Ausgezeichnet. Ja, dann lass uns da mit reinschlagen. Nein, ihr braucht jetzt nichts machen. Das ist unsere Angelegenheit. Ihr kümmert euch um den Sieg unten. Du kannst doch auch um Toledo kämpfen. Los, komm. Kämpf um Toledo. Ich würde da die... Ich brauche noch mehr Glaube dafür. Die Haifa von Tula. Wollen wir reingehen da? Mir fehlt Prestige. Ja, soll man links oder rechts vorbeigehen? Was ist euch lieber? Kann ich noch irgendeine Frau heiraten, die mir Prestige bringt? Ich rechts vorbei. Ich brauche Glaube. Lasst uns die Hatsch unternehmen, schnell. Ja, oh, verdammt. Was würdet ihr denn jeweils alle wollen, Steinwallen und Pia, von denen? Na, ich würde mir Markus holen. Ja, das reicht nicht, scheiße. Aber ich würde mir die... Wollen wir auf die Armee gehen? Das yes. Taifa von Tulai Tulai. Oh shit. Ja, das ist aber... Oh das shit, die kommen gerade zu mir rüber. Autsch. Ich hab nicht aufgepasst. Also, ja, aber dann... Coppelius kriegt ja gerade auf die Fresse. Das ist ja nur rechts. Ah, glauben Sie auch. Muss ich halt beeilen. Coppelius? Ja, danke schön, Herr Lieber, für die 4 Monate. Ich hab alles getan, was ich konnte. Dankeschön. Danke für den Einsatz. Ich habe halt nicht genug Glaube, um den anzugreifen gerade, leider. Ich auch nicht, aber ich probier's gerade. Wie ist bei dir, Steinwallen? Du also kannst auf eine Hatsch gehen, Pia. Das gibt dir 800 Glaube. Auf eine Pilgerreise, meinst du? Ja, nee, so Hatsch heißt das, glaube ich, bei uns. Bei uns heißt es, also bei mir ist Pilgerreise. Achso, ich habe auch noch die Hatsch als separat. Ich kann das erst in 6 Jahren machen. Hatsch ist eine besondere Pilgerreise nach Mekka. Die hast du auch, Schuljocker. Wo ist das denn? Ah, den Hatsch unter dem 140 Gold. Wer kann sich das denn leisten? Ja, frage ich mich auch. Das ist einfach ultra teuer. Leute, wir müssen jetzt was tun. Also ich kann um 2 Grafschaften kämpfen. Das ist mir zwar ein bisschen zu wenig, aber egal. Ich kann nicht 2 Grafschaften auf einmal angreifen, ne? Na, mit dem Ringenkonflikt. Ringenkonflikt. Der macht 2 tatsächlich. Stimmt. Oh Gott, der macht bei mir sehr viel mehr. Der macht bei mir, oh mein Gott. Alle Grenzgrafschaften halt. Ja, der macht bei mir theoretisch gesehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich muss da welche rausnehmen. Maurice, bist du in der Lage jetzt da mitzukämpfen? Ich bin schon auf der Hatsch. Ich bin gleich da. Alter, das ist ja voll aber der Geile. Aber das kostet geile. Mich noch mehr. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist ja voll der geile Krieg. 6.000 und 4.000. Weil ich krieg Hingabe, Malus. Was bin ich denn? Ja, egal. Dann werde ich halt sündig. Das ist in Ordnung. Okay, wollen wir rein? Ich kann. Auf geht's. Okay, wir erklären den Krieg. Also jeder für sein Jawohl. Ding und... Boah, jetzt bin ich noch mal sündig geworden ich hier. Nicht, ich hab die Ruhmstufe nicht. Moment. Hast du nicht gesagt, du kannst? Ich hab den Krieg erklärt. Ringenkonflikt. So, ich hab nicht gecheckt, dass man für das andere Ruhmstufe braucht. Auf geht's! So, ich hab ja jetzt nur... Okay, ich hab ein riesiges Problem. Das war ein guter Krieg. Das sind viele Menschen vor alleine. Mir. Gegen wen führst du denn Krieg, Pia? Das Problem ist, wir sind untereinander auch konkurrierend. Wir können. Ich glaube, es ist ein Problem. Wir können nicht gemeinsam Schlachten schlagen. Es war ein guter Krieg. Doch, können wir. Das geht. Gegen wen hast du jetzt. Was hast du für ein Kriegsziel genommen? Hast du etwas gleiche genommen, was ich habe? Nein, ich habe das über mir genommen als Kriegsziel. Also nee, direkt meinte, über mir. Ich habe das Ringen halt genommen. Das gibt dir ja vor, wogegen du kämpfst. Ich habe beim Ringen alles rausgenommen, was ich nicht brauche. Also. Genau, du kannst
rausnehmen. Du hättest jetzt Ach, nur das kann man rausnehmen. Ah, verdammt. Jetzt sind wir konkurrierend. Das heißt, wir können nur gemeinsam. Nein, das wusste ich nicht. Aber ich kann ja auch nicht beitreten. Oh, das ist jetzt aber schade. Oh, wie geil. Das wusste ich nicht, dass diese Mechanik so funktioniert. Ich dachte, ich wollte eigentlich da oben halt, aber das Gebiet auswählen kannst du erst, wenn du Illustra bist, was ich noch nicht bin. Also die Königreichkrieg. Und dann habe ich halt jetzt schnell, weil... Er hat halt schon wieder gewebert, ne? Schnell. Nein! Also ihr wolltet da jetzt schnell, ich habe schon Krieg erklärt. Das ist voll, 100% ist das eure Schuld. Trägst du auch irgendwann selber die Verantwortung für die Dinge? Nee, oder? Nie. Prinzipiell nicht. Das ist doch langweilig. Oh mein Gott. Naja, mal sehen, wie das ausgeht. Aber ich meinte, du hast ja nicht wenig Männer. Hast du noch ein bisschen Geld im Notfall für Söldner, wenn Leon kommt? Bisschen was. Oh, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Normalerweise hätte ich dir jetzt natürlich geholfen, dann wären wir mit 7000 Mann da gegen die Christen gezogen, aber so wird jetzt leider hier für ja. Ich verstehe es. Das ist schon doof. Aber die Christen sind halt die Besseren, also. Außer? Ja. Übrigens, ich habe einen Teil Samora von dem Königreich, ehemaligen Königreich Leon, an Kastilien abgegeben, weil meine Schwester, also unsere Schwester verstorben. Ich meine, wir haben sie verloren, aber sie ist verstorben. Also, ein Teil ist an Kastilien gegangen. Oh, dankeschön. Das ist der Dank. Muss ich doch mal gucken, welcher Teil das ist. Ja, das ist im Westen, also jetzt in deinem Reich im Westen. Das ist der Dank dafür, dass du dich beteiligst auch an diesem Wunderbaren. Ach, von deinem alten Reich. Ich dachte, von unserem neuen Kriegsziel. Nein. Ja gut, okay, vielen Dank. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum haben wir nicht einfach nur versucht, Jaja zu töten? Mordkomplott oder so. Willst du da wirklich durch? Weil da kriegt man viel, wie heißt das? Ja, stimmt. Zermürbung. Steinwein, ich habe ihn perfekt abgelenkt für dich. ich bin leider gerade geschlagen worden, aber mach dir nichts draus. Nimm deine Sachen ein. Ich habe den Ablenkungskrieg hier. Das funktioniert gut. Fast gut. Naja. Kannst du nicht Pia helfen, Steinwein? Nee, kann er nicht. Er kann mir nicht helfen. Ah. Ja, ihr könnt euch vielleicht helfen, weil wir haben ja nicht die konkurrierenden Kriegsziele. Ja. Aber da komme ich nicht so einfach hin. Also ich werde jetzt mal meine Belagerung durchziehen. Wir müssen unbedingt gegen Tula ziehen, weil die belagern die Stadt schon, also Toledo. Vereint das christliche Heer! Oh oh. Vielleicht nach der Belagerung dein... Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade noch am Hardcore am Belagern, das bringt ja auch ein paar Punkte. Ja, so ist dann müssen wir noch einmal um die Berge rum, ne? Sonst kriegen wir zu viel Zermürbung. Oder? Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn wir jetzt vom... Ich spiele abfangen mit dem, zählt das? Vom Norden herziehen, also vom Westen oder vom Osten, ich glaube, es kommt das Gleiche. Aber der verliert auch schön Sachen, solange er mir in meinem Gebiet hinterher. Aber ihr habt auch das eine Dorf angegriffen, was nicht zu ihm gehört, ne? Mhm. Okay, das haben wir... Oh, wir haben Gefangenen gemacht, das ist schon mal gut. Wie ist denn deine Kriegssituation? Ich meinte, ich könnte deinem Krieg... Meine Kriegssituation ist eine ganz, ganz schlechte, weil der jetzt auch Verbündete hat und ich spiele mit seiner Armee abfangen in meinem Gebiet. Und ich laufe sehr gut. Ich bin sehr gut im Weglaufen. Ich bin quasi professionelle Wegläuferin. Hast unten auch mit Granadenkrieg angefangen oder was ist das? Nee. Ich weiß nicht, was Kairuan da macht, die... Ich weiß auch nicht, wir sind auch konkurrierend. Ich weiß nicht warum, aber wir sind auch konkurrierend. Kann das sein, dass du auch das gleiche Kriegsziel hast? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, man ist vielleicht auch einfach konkurrierend, wenn man überhaupt gegen ihn kämpft. Also, wenn du nicht verbündet bist. Wir sind verbündet, aber ich glaube, weil wir die andere Kriegsart gewählt haben, sind wir, glaube ich, automatisch konkurrierend. Ja. Warte mal. Mein bester Freund ist gerade gestorben und ich breche richtig zusammen mit einer unglaublich riesigen Zahl und ich habe die Option gewählt, ihn einfach auszustopfen. Ach du Scheiße, was? Ich liebe dieses Spiel so sehr. Aber die Frage ist halt, Steinwein, brauchst du... Nee, du gewinnst ja den Krieg gerade, ne? Ich bin ganz gut dabei, ja. Weil ich bräuchte halt eigentlich nur Hilfe darin, diese 2400er Armee einmal zu zerschlagen. Die mir da die ganze Zeit hinterher rennt, weil ich krieg die nicht. Ich habe 2200, aber seine sind sehr viel besser als meine.
Und ich verliere das. Ich würde sonst einfach mit denen an dir vorbeilaufen und die bei dir abstreifen. Ja. Ist das okay? Kann auch ein bisschen Geld geben oder so? Brauchst du das vielleicht? C, du hast ja, das würde dir noch nicht... Aber mal. Wir müssen jetzt gegen Toledo ziehen. Ja, denke ich auch. Aber das wurde jetzt schon von dem anderen eingenommen. Ich glaube, von den unten, oder? Eben. Deswegen müssen wir es jetzt da holen, weil sonst verlieren wir. 50 Schenken, das würde eine Söldnertruppe sein. Würde dir das auch helfen? Das... Aber weiß ich nicht, da unten sind nochmal 718. Also, ja, könnte das sein, ganze weiß ich Land nicht. Oder ein Herzogtum? Ja, ich krieg welche auf jeden Fall für das Geld. Glaube ich, wie viel würdest du Leute, die Christen, sie kommen von oben. Diese Halunken. Ich beanspruche das gar nicht. Es ist, das macht mein werter Bruder. Genau. Ach so. Ja. Genau. Es ist Kopernikus ist das. Kopernikus, genau, ja. Ah ja, Kopernikus. Wo kommt die denn plötzlich her? Gott, jetzt wird hier richtiges Chaos. Oh ja. Die Pikiniere würden uns rausreißen. Ja, ich kann mir die nie leisten, Leute. Julia, pass auf, ich schenke dir jetzt erstmal was. Ich kann da jetzt im Moment nicht hin. Du kriegst jetzt richtig einmal Söldnergeld. Guck mal, 1,8. Ach du heilige Scheiße. Mega. Das Ding ist weg. 800 Mann. Das ist ja insane. Ja, das wäre ja, das zahle ich dir aber auf jeden Fall zurück. Ach, du riechst meine scheiß Verbündeten, die belagern mein... Alter! Ich hasse es! Das kann ich denen ja nicht austreiben! Oh nein! Wenn du jetzt diese kriegst... Ophelius, wir brauchen eine Anweisung, was wir danach tun. Wir müssen aber die Christen holen sich auch gerade in Toledo. Handeln. Wir die haben mehr Leute als wir, die haben da 7000. Cordoba, die brauche ich. Die müssen wir irgendwie noch... Um die müssen wir noch Schach spielen oder irgend sowas. Im Idealfall ziehen wir gegen jene muslimische Partei, die am stärksten ist. Hört ihr das? Welche wäre denn das? Ja, ich glaube. Alle drei, oder nicht? Also, so ist es. Also, ich würde, glaube ich, mich gleich bewegen. Ja, wir hatten jetzt auf und dann zieht ihr nach, würde ich sagen, ne? Was guck ist denn mal das? Hier. Granada hat das erobert, das wird jetzt immer katastrophal. Hä? Ja, die holen sich jetzt tatsächlich Toledo. Das ist, also sie haben es jetzt schon, sie haben 80%. Wenzel, vielleicht brichst du das da ab? Jetzt wird es ja richtig verrückt. Da kommen 4000 Mann auf mich zu. Da kommen 7000 Mann auf mich zu. Ja, die Christen marschieren leider. Komm. Snacksy. Nein! So knapp. Holen wir uns den Titel, das passt schon. Bist du da hinterher? Hey, ich glaube nicht. Wir rennen da, glaube ich, in eine Falle. Kannst du denn nicht Frieden machen? Wir hätten sonst auf der linken Seite noch... Du hast doch alle deine Kriegsziele. Nee, sie haben ja Toledo sich wieder geholt. Ich würde auch sagen, wir gehen eher so linksorientiert rüber. Genau. Die wollen zu uns, Steinwallen. Ja, was soll ich tun? Wir sind konkurrierend. Wir können ja, ich weiß, aber nur, dass du auch Bescheid weißt. Meine Freunde, kommt! Was hier passiert. Ich glaube, wir werden ihn fangen. Wen fängt ihr gerade? Diesen Verbündeten. Oh yes. Rein da. Oh, wer hat mich da zu irgendeiner Aktivität eingeladen? Ja gut, irgendein Fest. Ich habe gerade keine Zeit für Feste. Ich depp, wir haben jetzt so ein Ziel. Oh mein Gott. Komm rein da, let's go. Schlachtet sie ab. Ja, die haben das schlauer gemacht. Die haben einen Tiere. Krieg gemacht, wo sie alle gemeinsam rein sind. Das hätten wir tatsächlich auch. Aber wir sind halt alle verbündet auch, ne? Ja. Ja, ich wusste nicht, dass das, wenn man das über das andere Ding macht, dass das dann nicht ist. So, das, ich wusste, das ja. Das ist ja okay. Vielleicht wir lernen. Nee, das funktioniert normalerweise, wenn da nicht noch andere rumfuschern, wie diese Christen. Oh, warte mal, da unten ist noch was. Ja, ja, moin, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt kommt Kasti. Oh, scheiße. Ja, ja. Jetzt ist Ende, Steinwallen. Steinwallen, ich komme mit 3700 Mann von der Seite. Sehr gut, mach ich mit. Naja. Oder das wie viele hast du? So. Obwohl, jetzt sieht's ganz gut aus. Was ist das denn? Hä? Ja, jetzt sieht ganz gut aus, würde ich auch sagen. Nee, ja, sieht gut aus. Scheiße. Okay, das kommt mal nicht mit rein. Das endet hier. So, ganz doch, komm mit rein. Let's go. Wie viel Sorgen muss ich mir machen? Ruhig, du hast ja 6000 Mann, da kannst du ja vielleicht noch was reißen gegen die. Sag gleich weiter. Links rüber. Nee, nicht rüber.
Ah nein, nicht. Nein, nein, da kommen noch zwei weitere. Ja, ist jetzt ich aber schon. Pier, blieb hier. Oh nein. Das hätte man nicht tun sollen. Und jetzt Pia noch rein da. Zu wenig. Pia ist coming. War nicht gut. Wir sitzen auch nicht im Bündnis und eigentlich verfeindet. Wahrscheinlich nach der Schlacht wird gleich gegeneinander. Oh, das wird mega knapp. Auf wessen Seite ist jetzt Pia reingegangen? Das die geht erstmal in die Christen, glaube ich. Ich gehe niemals mit in die Christen. Keine Chance. Ja, aber jetzt trotzdem, glaube ich, das ist gerade gegen mich. Nee, nein. Nee, nee. Ah, Moment. Aber ich verliere das tatsächlich gerade. Fuck. Ja, aber jetzt schnell auskugeln. Ich kann nicht rein. Nicht rein. Oh Gott. Ich kann nicht rein. Nein. Sehr gut. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter, ja. Aber unsere Truppenstärke ist wieder voll. Das aber ich verstehe nicht, warum ich da nicht rein konnte, weil wir sind ja eigentlich verbündet. Ja, aber das sind ja andere. Aber nicht in dem Krieg. Ja, ja, aber es sind ja andere Kriege. Das ergibt ja gar keinen Sinn, dass wir da nicht helfen können dann. Das ist tatsächlich irgendwie sonderbar. Ja, schade. Da haben wir jetzt irgendwie richtig Scheiße gebaut. Das ist ultra weird, weil wir sind halt verbündet, aber nicht gegen die Christen, hä? Also ich würde es ja verstehen, wenn es um das andere Gebiet geht, aber eigentlich, wenn ich dir gegen die Christen zu Hilfe komme. Ich kann nicht beitreten, Leute. Ich habe das Problem, dass mir bei mir oben, ich habe einen Bauernaufstand auch noch. Der Krieg ist wichtiger. Das ist Chaos pur. Wir haben gleich durch, 76%, wenn wir die jetzt wegkloppen, dann dürfte das durch sein. Ist das blöd, ey. Jetzt habe ich extra diese Söldner auch noch angeheuert. Ja, die sind auch Antichristen. Eint die Christen. Christen sind die coolsten. Dankeschön, Theo, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Gibt's aber ich rauche jetzt Gras, also im Spiel tatsächlich. Ich habe die Charaktereigenschaft Hashishia bekommen. Ali ist darauf angewiesen, Haschisch zu konsumieren, um mit dem Druck des alltäglichen Lebens fertig zu werden. Weil meine jüngste Frau leider bei der Geburt gestorben ist. Sieg! Jetzt haben sie Toledo tatsächlich. Für diese eine Grafschaft, diesen Aufwand. Ja, das Mann. Fängt klein an und weitet es dann aus. Die letzte westgotische Bastion ist damit gefallen. Ja, das ist vorübergehend. Maurice, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass deine Verbündeten jetzt hier mich angreifen. Versuche ein bisschen sie an. Die sind ja zu schwach eigentlich dafür. Naja, 3000 Mann. Okay. Nee, das bin ich selber. Ich gehe da auf die andere da. Ich gehe nicht auf das. Ich gehe auf das daneben. Ist das ätzend. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich anmerken, das ist jetzt tatsächlich 8 Jahre früher, als was es wirklich in der Geschichte eben so passiert ist. Also, ja. Sehr gut. Großartig. Wobei, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, es ist nicht nur um Toledo damals gegangen, sondern ein bisschen ein größeres Gebiet. Also nicht nur um die Grafschaft Toledo. Aber gut. So genau müsste man jetzt nicht sein. Dass Pia da nicht helfen konnte, so schlimm. Das hätten wir sowas von gewonnen, ne? Das hätten wir sowas von gewonnen. Aber wir werden uns rächen, alles gut. Ja. Ja, rächen. Also, mein Chat hat Coppelius gerade als Geschichtsfälscher betitelt. Oh! Kontrafaktische Geschichtsschreibung, was da passiert. Wunderbar. Wir schreiben die Geschichte neu, liebe Freunde. Liebe Brüder im Geiste Christi. Jetzt werden wir mal Bauern aufmischen. Aber Steinbein, dein Krieg ist nicht vorbei, ne? Du hast ihn noch nicht verloren. Nee, aber das Problem ist, dass wir das gleiche Ziel haben. Weiß ich nicht, ob ich auf 100% komme. Oh. Ich bin auf bei 48 und kann halt Dankeschön, jetzt... Dankeschön, der Fürst. Weil du die Hauptstadt auch bist. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie hinterher, wenn du fertig bist, die Hauptstadt. Kann ich dir die Grafschaft dann einfach irgendwie geben, wenn ich die jetzt bekommen würde? Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Dankeschön, kann ich mal Kriegsziel gewesen. Dankeschön wegen den Subs. Welche ist denn dein Kriegsziel? Ja, eigentlich zwei. Dankeschön. Aber die andere hat den Besitzer gewechselt, deswegen... zählt sie nicht mehr. Dann kann ich jetzt einfach mal meinen Krieg abschließen. Ja, genau. Das beendet ja deinen nicht. Und dann kannst du dir das holen, was bei dir ist. Ja, diese eine popelige Grafschaft, deswegen der ganze Aufwand. Ja. Ich zitiere Saladin im Film Königreich der Himmel. Hat denn jemand von euch gesehen, zufällig?
Ja. Am Ende fragt Orlando Bloom, der natürlich in dem Film anders heißt, Balian, glaube ich, heißt er. Der natürlich in dem Film anders heißt. Nicht Orlando Bloom. Tatsächlich, ich meine, sie haben sich jetzt nicht so wirklich an die tatsächlichen Gegebenheiten orientiert. Aber Saladin und er stehen sich am Ende gegenüber und der Orlando Bloom fragt ihn, war es das wert? Und der dreht sich um und sagt, immer. Ja, genau so ist es. Nicht das immer. Immer ist Harry Potter gewesen. Oh, ich habe jetzt meinen Krieg gewonnen. Voll, was ist das für eine Mischung? Voll, habt ihr Königreiche im Himmel gesehen? Ach warte, der Teil war Harry Potter. Ja, aber vielleicht haben sie das Gleiche gesagt. Kann auch sein. Maurice, warte mal, wir müssen jetzt kurz was klären. Das Problem ist, dass ich jetzt mit dir im Krieg bin, weil du meinen Krieg hast. Können wir vielleicht das so spielen, dass du einfach annimmst den Frieden? Was passiert dann? Du kriegst dann Alarkos, oder was? Genau, du verlierst halt ein bisschen Prestige oder so. Wie viel? Na, ich muss dir mal Forderung erzwingen. Kannst du dir ja angucken. Königreich der Himmel, sorry. Oh, nicht Denzel. Im Himmel. Denzel, möchtest du mir wirklich... Och. Ich würde es appreciaten... Was los? Wenn ich... in meinem Krieg gegen Aragorn durchziehen dürfte. Ja, das können wir machen. Du dich ein wenig raushalten würdest. Aragorn? Der Aragorn hier aus der Ringe. Soll ich mich aus den beiden Grafschaften dazu? Ich habe den Krieg schon leider schon, der läuft schon. Ich habe den Krieg halt auch schon was länger. Ich habe jetzt gerade seine Streitmacht gemacht. Das gleiche Problem wie mir. Ah, okay. Aber ich würde darauf hoffen. Du hast doch auch Nebenfragen. Ist Heilige Römische Reich? Kannst du nicht da weitermachen? Hä, habe ich nicht gerade eine neue Frau geheiratet? Ist die schon wieder gestorben? Also, es wäre echt nice. So als von Verbündeter Chris zu Verbündeter Chris. Achso, und ich hatte mir keine ausgesucht, sowas. Okay, dann ziehe ich mich zurück. Aber dann mach. Dann mache ich dich vorher noch platt, dann kommst du schneller durch. Na, ich mach dich ja gerade auch platt. Okay. Also hier, die sind gerade bei mir vorbeigelaufen, da hau ich jetzt mal eben auf die 12. Gott, ich krieg das nicht hin. Jetzt muss ich da den Söldnervertrag verlängern. Das ist ja einfach nur teuer. Und jetzt kommt der da unten, kommt der da schon wieder mit so viel Armee, ey. Und jetzt belagern die auch noch meine Hauptstadt. Denzel, das ist sehr ehrenhaft von dir. Alles eine Katastrophe. Das Spiel erkennt eindeutig, dass ich Österreicher bin. Ich halte gerade Hof. Warum? Und es heißt, ich hätte gern ein Kalbschnitzel. Natürlich. Aber auch ein gutes Wiener Schnitzel? Ein Wiener Schnitzel ist eigentlich vom Schwein. Nein, vom Kalb. Echt? Mhm. Ja, ja. Nee, krass, das hätte ich nicht gewusst. Oh Gott, ich habe ein richtiges Problem. Kann ich dir irgendwie helfen vielleicht? Ich habe auch Der Tululu-Dude steht mit sehr viel Mann an meiner Hauptstadt. Kannst du mir jetzt eigentlich im Krieg beitreten? Ja, komm, auf geht's. Das wäre ja Weltklasse. 5000 Mann, auf geht's. Machen den jetzt so platt. Also der Typ geht mir jetzt auch richtig auf den Sack. Ja, Leute, ich weiß ja auch nicht. Ich habe, als ich Wiener Schnitzi das letzte Mal gegessen habe, da habe ich mich einfach nur gefreut, wenn es gut schmeckt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, was drin ist. Und jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Also, I'm sorry. Ein Scheich. Ah, Wiener Art ist vom Schwein. Genau, ja, genau. Das hat die Verwirrung besorgt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, ja. Tatsächlich hätte es schon mega viel geholfen, wenn ich einfach nur meinen Kriegskommandanten gewechselt hätte. Weil mir wurden gerade alle Kämpfe, als ich verliere es, angezeigt. Dann habe ich meinen Kriegskommandanten gewechselt und jetzt gewinne ich's. Ja. Und jetzt haben sie mir einen weißen Frieden angeboten. Das können sie sowas von vergessen. Hat irgendjemand schon durchschaut, wie das Schachspiel wirklich funktioniert? Ich meine, es ist klar irgendwie mit den Attributen und so weiter, aber... Ist das nicht wieder so wie das nackte Prügeln von den Wikingern? Das nackte Prügeln von Wikingern. In diesen unzivilisierten Gefilden habe ich noch nicht viel gespielt, deswegen habe ich den Vergleich leider nicht. Im Grunde ist es egal, ich habe die Schachpartie gewonnen. Und es ist gegen einen Scheich vom Hofe,
des Emir Umar ibn al-Musafa. Also, Maurice, das müsste einer von dir gewesen sein. Der hat mich herausgefordert zum Schachspiel. Ich meine, was soll das? Ich bin sehr enttäuscht, dass mein eigener Höfling so ein Versager ist in diesem Spiel. Mhm. Weil ich habe neulich den Typen von Cordoba im Schach bezwungen und bin auf meine Schachskills sehr stolz. Mhm. Also... Jetzt ist die Frau schon wieder gestorben. Tötet mir hier jemand meine Frauen die ganze Zeit? Das kann nur der König von Leon sein. Also, das klingt nach... Ja, also es klingt nach Coppelius, dem tatsächlich wurde, ist meine Frau unter mysteriösen Umständen gestorben. Also eine von meinen Frauen. Ich glaube, ich würde mal an deiner Stelle am Hofe von Leon nach Geheimnissen suchen. Tja. Also... Ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber? Im Blut von Pias Frauen ist, wie du Unschuld definierst. Ich kann versichern, und der Chat steht hinter mir, hoffentlich zumindest, dass ich das Ränkespiel trotz meines Charakters etwas schleifen lasse in dieser Runde. Aber wer war das denn sonst? Oh, das war ja jetzt ein Krampf. So, aber wir haben diesen Krieg gewonnen. Oh, ich habe auch zu wenige Ehepartner. Welch Schande. Oh Gott. Da lobe ich mir das heilige Sakrament der Ehe mit einer Frau an der Seite. Da braucht man sich da keine Gedanken darüber machen. Dann war es wohl doch Coppelius. Also offensichtlich hast du ein Problem. Wow. Offensichtlich hast du ein Problem mit unserer Lebensart und Weise. Ja, ich glaube auch, der ist einfach, der weiß andere Kulturen nicht zu schätzen. Ich sag jetzt am besten nichts dazu. Das ist gut so, ja. Wir sind übrigens gut auf dem Weg in Richtung Aussöhnung. Das ist total bizarr. Das ist sehr bizarr, ja. Weil, wie kann das sein? Ja, ich glaube, liegt das auch daran, dass wir religiös Krieg führen? Naja, und wir haben untereinander viele Bündnisse. Ach so, naja. Das ist positiv. Ja, das bisschen Krieg führen zwischendrin, meine Güte. Hauptzeit, die Ehe steht. Das ist das Wichtigste. Oh, das ging schnell. Oh, ich bin krank geworden. Hallo Steinruben, ihr müsst das wirklich jetzt. Ihr dürft das gerne anteasern, wenn es passiert ist, aber noch nicht jetzt. Du hast eine Diebesgilde? Der Taifer von Bataljavs? Was, echt? Irgendwie? Ich habe über mein Reich, glaube ich, komplett die Kontrolle verloren. Ja, ich sehe auch nicht mehr richtig durch. Ja. Aber irgendjemand kommt. Oh, wir helfen da mal irgendeiner Diebin aus deinem Reich. Was auch immer das bedeutet. Die wird schon... Wenn sie aus meinem Reich ist, kann es so schlimm nicht sein. So. Ich bürge für sie. Jetzt werden erstmal hier ein paar Fakten geschaffen. Warte mal, Cordoba. Es ist immer noch so irritierend, dass das Sepp mir nicht angezeigt wird als einzelne Nation, weil er... Frankreich bin. Weil du Frankreich bist, richtig? Ja. Ein cleveres Tarnmanöver, Sepp. Aber ich glaube, Frankreich wird gerade angegriffen, so hier so. Ja, das stimmt. Von es gibt einen Aufstand. Burgund. Ja, ja. Königreich von England möchte sich auch Königreich von Frankreich nennen, glaube ich.
Ach, das auch noch. Stimmt. Und England, es gibt, das ist auch wieder interessant, es gibt überhaupt wieder ein Königreich England. Ja, stimmt. Genau. Das Norwegen ist zwar auch noch, wir haben jetzt immer noch das norwegische England, hier so in der Mitte. Ich habe gerade den Stress meines Lebens, das ist gerade alles viel zu viel auf einmal. Oh, warte mal. Oh, warte mal, Denzel, da bist du ja auch gerade. Halt das sehe ich ja jetzt eigentlich erst. Schaffen. Aber ich habe kein Geld, um die Titel zu schaffen. Dann ziehe ich mich dort zurück, Denzel. Nach deinem ehrenhaften... Ich möchte halt Bayernischia als Hauptding oder im bekommen. Süden? Ja, dieses eine kleine Land. Aber ich glaube, wirst du dir jetzt einverleiben, richtig? Und wo soll das sein? Ja, das war der Plan. So. Jetzt haben wir ein Herzogtum unter uns aufgeteilt, sozusagen. Das ne? Ja, das ist doch mega. Okay. Herr Stojocka, jetzt wäre... Also ich brauche tatsächlich jetzt ein bisschen Geld, weil ich muss ein Ticket schaffen, damit es keine Erbteilung gibt. Und ich bin schon... Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich kann dir nicht weniger als 225 Gold schicken. Ja, okay. Alles klar. Ich schicke, sobald ich kann. Ich bin auf 115, aber... Gibt es irgendwo noch Gold? So, das gehört uns. Wir haben noch drei gefangen. Ja, ausgezeichnet. Wir haben kein Geld. Oh, ich habe eine Widersacher-Sache zwischen uns, weil wir gleichzeitig Krieg hatten. Könnte ich jetzt sagen, nö, hier, du, das ist mein Land. Ich lege aber den Krieg bei und überlasse dir, wie versprochen. Zwischen uns beiden, meinst du? Genau. Ja, irgendwie, okay, weil du ja mit denen Krieg hattest und ich mit denen Krieg hatte, Denzel, war irgendwie... Ja, es gibt nicht genug Krieg auf dieser iberischen Halbinsel. Ja, Krieg. We need more Krieg. Maurice, kann ich einen Kredit von dir bekommen? Kannst du mal gucken, ob du mir ein Geschenk schicken kannst? Ich habe 200. Lass mal schauen, ob das... Wahrscheinlich reicht das auch nicht, ne? 225. Lucky, nee. Ich habe mit der Erbfolge auch ein paar Problemchen gerade. Nee, es ist ausgegraut, ja. Gut. Dann hoffen wir mal, dass ich noch... Wofür brauchst du es denn? Titel zu schaffen. Ah. Also, was ich machen könnte, was, glaube ich, funktionieren würde, ist, ich kann Maurice gleich ein Geschenk machen um 150 Gold. Und dann kann Maurice dir ein Geschenk machen. Wie viel kannst du ihm schicken? Lass mal, Leute, das ist lieb gemeint. Ich muss nur noch 5 Monate überleben. Ich hoffe, jetzt kommt... Ach nee, Könige dürfen ja nicht getötet werden. Ich muss nur 5 Monate überleben, dann kann ich es selber machen. Okay, aber du kriegst das Geld immer noch von mir zurück, trotzdem, weil... Jo. Bin nicht mehr krank, Leute. Ich habe jetzt irgendwie 100.000 Mal meinen Hofarzt verloren, weil ich jedes Mal aus Versehen den Menschen weggeschickt habe, der mit meinem Hofarzt verheiratet war. Das war nicht so klug. Ja, ich glaube, das war nicht so klug. Ist so ein bisschen das Fazit, was wir unter manche der muslimischen Bemühungen auf dieser Halbinsel bislang schreiben können. Hä, wieso? Passt doch alles. Ja, eigentlich schon, ne? Also. Eben. Ah, ein paar Haschischkekse essen hier gegen die Anspannung. Ist gut, gegen den Stress. Ja, apropos Haschischkekse, von mir aus können wir auch bald gerne eine kleine Pause einlegen. Das ein ist guter Punkt. Das ist, wir können ja gerne mal festhalten, dass wir vielleicht einfach allgemein alle 2 Stunden eine machen. Und danach werde ich nochmal einen kurzen Überblick auch für alle neuen Zuschauer geben, wie gerade der Verlauf ist. Was würdet ihr sagen, wie lang? Wann wollen wir uns wieder treffen? Also ich würde meine Hunde ganz kurz pinkeln lassen. Aber warum ist meine Tochter empfängnisunfähig? Ich bin sehr verwirrt. Aber also 10 Minuten bräuchte ich dafür circa. Jawohl.
bis zum Oktober laufen lassen? Was passiert dann? Black Covenus, der geht noch bis Mitternacht heute. Ja, wir können, jetzt bin ich neugierig. Lass mal noch bis zum Oktober laufen, dann machen wir Pause. Ich glaube, das ist ein Königstitel, der da gleich gegründet wird. Ah. Also wenn ich drauf achte, 495 Gold hat er gerade. Und Königstitel kosten 500. Ich hoffe, ich habe es nicht gespoilert, aber wäre sehr gut auf jeden Fall. Dann ja, Sultan von Al-Andalus. Das ist ein schönes Ende vor der Pause. Ein sehr schöner Abschnitt, genau. Dann lasst uns doch einfach um 20 nach uns wieder hier treffen, wenn das für alle passt. Jawohl. Und dann, liebe Zuschauer, gebe ich nochmal einen Abriss, was überhaupt bislang alles passiert ist. Und dann geht's weiter. Wunderbar. Perfekt. Bis gleich.